So, ich freue mich. Heute ist ein besonders schöner Tag für mich, weil diese Idee einer Studienstiftung lebt und wir das heute feiern können. Ich möchte herzlich begrüßen, ich habe gehört, mein Vorgänger als Präsident ist hier, Herr Professor Denk. Servus, grüß dich, schönen Abend. Dann alle die drei Mitglieder unser Präsidium, die Akademie wird ja geleitet von 4 Personen. Das ist das Präsidium der Akademie der Wissenschaften. Das ist meine Wenigkeit als Präsident. Dann Herr Suppan als Vizepräsident. Herr Oliver Schmidt, kannst du da gleich aufstehen, als Klassenpräsident der Naturwissenschaft, der Geisteswissenschaft, Philosophie-Historischen. Und der Herr Frasseur, Technische, Mathematische und Naturwissenschaften. Ich weiß, es sind einige Schuldirektorinnen und Direktoren da, auch im Internet, Lehrkräfte. Es sind Vertreterinnen des BMBWF da, beziehungsweise am Internet. Hören Sie zu, der Vertreter der Bildungsdirektorin der Pädagogischen Hochschule. Und allein das ist schon schön. Diese Sache hat erst vor 2 Jahren gestartet. Es gab ewig schon die Diskussion über eine Studienstiftung in Österreich mit dem Ziel, dass man eben Hochbegabte fördert, schon sehr früh fördert. In meinen Augen sollte die Förderung eigentlich schon zumindest mit Übergang von Volksschule in Gymnasium oder Mittelschule beginnen. Aber das wissen Sie vielleicht aus eigener Erfahrung. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil sehr oft mit Einsetzen der gewissen Änderungen, Pubertät und so weiter, plötzlich das nicht mehr fesch ist, sich für Naturwissenschaften oder für die Wissenschaften überhaupt zu interessieren, und dann springen einige ab. Aber gut, das kann man vielleicht sich noch mal näher überlegen. Diese Idee gab es schon sehr lang. Es ging politisch, ging das nicht durch, weil uns wurde vorgeworfen, dass wir da sozusagen ein sehr enges Elitenbegriff haben, wenn wir so etwas machen und wir wieder die Falschen fördern. Eben nicht, dass nicht die Benachteiligten gefördert werden, sondern die eben besonders Begabten. Da war meine Antwort immer, bitte, man erinnere sich daran, dass einige der französischen Elitschulen von der französischen Revolution gestartet wurden, um sicherzugehen, dass alle Zugang haben zur Top-Ausbildung und nicht nur die entsprechenden Familienhintergrund haben. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, nicht? Ja, und dann hat die Akademie autonom, das war dann vor allen Dingen die Initiative, das zu pushen von Oliver Schmidt, dem Klassenpräsidenten der philosophisch-historischen Klasse, autonom, wir haben zum Glück eine Autonomie, das heißt, wir bekommen ein Budget vom Staat, aber wir können selbst in sehr weiten Bereichen entscheiden, was wir damit machen. Natürlich müssen wir rechtfertigen, dass das zweckmäßig ist und so weiter, aber die Aufgabe der Akademie ist ausschließlich die, steht so im Gesetz, die Wissenschaft in jeder Hinsicht zu fördern. Das ist unsere Aufgabe. Und wie wir das interpretieren, ist selbstverständlich, und wir interpretieren es so, dass wir Wissenschaft auf möglichst hohem Niveau unterstützen, auf allen Ebenen. Nicht? Dann gab es eben, wir haben dann autonom entschieden, da brauchten wir die Politik nicht, das heißt, es war gut, dass wir da nicht in diese Mühlsteine wieder von Vorvorstellungen kommen und so weiter und so fort, sondern einfach gesagt haben, wir probieren es einmal aus. Das war wirklich so, das war rein pragmatisch, wir probieren es einmal aus. Nicht? Und der Beginn, die erste Ausschreibung fand vor 2 Jahren statt, im Herbst 2019. Das Programm hat dann entsprechend im Jahr 2020 mit der ersten Winterschule begonnen. Mittlerweile gibt es über 180 Geförderte aus allen Bundesländern. Das Ganze entwickelt sich äußerst aktiv und im Moment läuft das Auswahlverfahren für den 3. Jahrgang. Ich möchte vielleicht, bevor ich zu meinem Dank komme, möchte ich Sie bitten,
Wenn Sie irgendwelche Vorschläge hätten, wie wir das Programm verbessern könnten, was wir sonst noch machen oder was wir vielleicht nicht mehr so machen sollten wie bisher, bitte her damit. Unsere Informationstüren sind weit offen. Es gibt nichts, das man nicht vorschlagen darf. Wir werden uns das dann gerne ansehen und dann werden wir sehen, was sich umsetzen lässt. Nicht? Ich möchte mich ganz, ganz herzlich nochmal bedanken für Oliver Schmidt, dass er das Ganze so wunderbar durchgezogen hat, mit unseren Mitarbeitern, vor allen Dingen Herrn Dr. Nagler, der das koordinierend macht. Wo sitzt er denn, der Herr Dr. Nagler? Da hinten sitzt er, Herr Dr. Nagler. Was ganz wichtig ist, ist, dass wir ja viele Leute haben, die sich an dem beteiligten. Also Mitglieder, Mitarbeiterinnen der Akademie, die in Auswahlgremien entschieden haben, wer eben gefördert werden soll, der auch bei Seminaren Vorschläge gemacht haben, mitgewirkt haben, Veranstaltungen als Mentorin oder Mentor gemacht haben. Das ist alles ehrenamtlich und auch das, glaube ich, verdient einen Applaus. Ja, wir sind dabei, uns auch von anderen, haben wir natürlich immer schon einfließen lassen, andere Studienstiftungen, die in Deutschland und in der Schweiz Informationen zu holen. Heute ist es mir eine Freude, Frau Direktorin Dr. Clara Seccanina von der Schweizerischen Studienstiftung per Video zu begrüßen. Nun, kurz zum Ablauf. Es wird Herr Klassenpräsident Schmidt detailliertere Übersicht über die ersten beiden Jahre Ihnen geben. Danach, und das finde ich besonders nett, haben wir 6 Geförderte am Podium, die über das sprechen werden und über ihre Erfahrungen und ihre persönlichen Highlights diskutieren werden, unter der Moderation von Frau Dahlheimer, Wissenschaftsredaktion ORF. Und zum Abschluss gibt es ein kleines Buffet unten, wo man sich, wie es so schön heißt, stärken kann, diskutieren kann und so weiter und so fort. Also nochmal herzlich willkommen und ich bitte Oliver Schmidt jetzt um seine Worte. Ich glaube, das ist richtig, oder? Oder bist jetzt kommt die. Das habe ich nicht so parat. Ah ja, gut, jetzt kommt Frau Seccanina von der Schweizerischen Studienstiftung. Kann man das bitte einspielen und einschalten? Geschätzte Anwesende, Herr Professor Zeilinger, Herr Professor Schmidt, liebe Interessierte und Geförderte, wir alle gratulieren der Österreichischen Akademie der Wissenschaften zur Gründung der Österreichischen Studienstiftung. Die Österreichische Studienstiftung steht am Anfang ihres Wirkens. Die Schweizerische Studienstiftung darf dieses Jahr auf 30 Jahre Wirken zurückblicken. Es fing sehr klein an, mit 3 engagierten Gründern, 9 Studierenden und einer Sommerakademie. Und wuchs über die Jahre kontinuierlich. Heute sind wir dreisprachig. Wir fördern gesamtschweizerisch jährlich 780 Studierende aus allen Disziplinen, davon über 60 im Ausland. Wir bieten 100 bis 120 Veranstaltungen an. Wir vergeben über 1,3 Millionen Franken an Jahresstipendien und an Förderung für andere Vorhaben. Wir haben ein breites Netzwerk von Assessoren, Mentorinnen, Krisencoaches und Alumni. Im Raum Boston und in England finden regelmäßig Treffen der Geförderten statt. Wir haben ein jährliches Gesamtbudget von 3,5 Millionen Franken zur Verfügung. Wir finanzieren uns über Fundraising und über Partnerschaften mit anderen Stiftungen. Wir sind sehr dankbar, die Unterstützung des Bundes für unsere internationalen Projekte zu haben.
Im Zentrum unserer Förderung stehen Begabung, Neugier, Motivation und Verantwortung. An dieser Stelle nun lasse ich geförderte und wissenschaftliche Mitarbeitende zu Wort kommen. Sie legen den Fokus auf die Wirkung und die Förderphilosophie der Schweizerischen Studienstiftung. Wir freuen uns ausgesprochen über die neue Zusammenarbeit mit der Österreichischen Studienstiftung. Ich wünsche Ihnen allen eine inspirierende Veranstaltung. Die Stiftung in drei Wörtern beschreiben müsste, würde ich sagen, sie ist vielfältig, zukunftsorientiert und anregend. Alors je dirais interdisciplinarité, curiosité et passion. Motivazione, la Fondazione ti motiva, ti sostiene, ti accompagna durante i tuoi studi. La seconda è generosità a livello finanziario con le borse di studio che offre. Terza parola, curiosità, ti spinge ad essere curioso e interrogarsi su varie tematiche. Die Schweizerische Studienstiftung fördert engagierte und leistungsstarke Studierende aus allen Fachrichtungen und Hochschulen. Von der bildenden Kunst über die Betriebswirtschaft bis hin zur Ethnologie und Chemie. Dabei legen wir großen Wert auf einen mehrdimensionalen Leistungsbegriff. Neben Anforderungen an das akademische Leistungsniveau zählen dazu unter anderem Neugier, Kreativität, Vielseitigkeit und Kritikkompetenz. Ebenso wichtig ist uns die hohe Motivation der Geförderten, diese Ressourcen in unser Netzwerk und darüber hinaus einzubringen. Für die Aufnahme begutachten wir daher insbesondere auch das soziale Engagement, die Reife der Persönlichkeit und die Offenheit gegenüber Ungewohntem. An den eintägigen Auswahlseminaren werden wir von ehrenamtlichen Assessorinnen und Assessoren unterstützt. Sie setzen sich in Einzelgesprächen vertieft mit den Kandidatinnen und Kandidaten auseinander. Die Schweizerische Studienstiftung bietet ihren Geförderten ein breites und interdisziplinäres Bildungsprogramm an. Die behandelten Themen sind vielseitig und ermöglichen den Studierenden eine Horizonterweiterung über das eigene Fachgebiet. Partizipation ist uns ein Anliegen. Die Geförderten haben die Möglichkeit, Themen einzubringen und somit Anlässe selber zu gestalten. Les manifestations et en particulier les discussions en groupe permettent aux étudiantes et étudiants de faire le lien entre différentes disciplines ainsi que de développer leur réseau de contacts. Durch das Mentoring-Angebot vernetzen sich die Geförderten ebenfalls mit Alumni und Alumni. Auch mit Dozierenden und Referierenden an Hochschulen in der Schweiz sowie im Ausland werden sie vernetzt. Finalement, les étudiantes et étudiants encouragés ont la possibilité de postuler pour un certain nombre de bourses, ainsi que pour des subventions financières. Irgendwann müssen wir unsere Geförderten leider gehen lassen. Doch ihre Zeit bei uns soll nachwirken. Deshalb unterstützen wir sie dabei, kreative und innovative Ideen zu entwickeln und ihr großes Potenzial für den gesellschaftlichen Fortschritt einzubringen. Umso mehr freuen wir uns natürlich über die unzähligen Projekte, die im Laufe der Jahre auf Initiative unserer Geförderten entstanden sind, und zwar in ganz diversen gesellschaftlichen Bereichen. Alle zu nennen, würde den Rahmen dieses Videos zwar sprengen, aber eine kleine Auswahl möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. Ade miteinander. Ciao, e a pronto. Au revoir et à bientôt. A heel behinnig und bis gleich.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch eine herzliche Begrüßung von meiner Seite. Die aus Vorarlberg stammenden unter Ihnen werden keine Mühe gehabt haben mit diesem Zungenschlag. Ich könnte ihn nicht nur imitieren, sondern das ist eigentlich meine eigene Muttersprache. Und damit sind wir eigentlich schon bei etwas, was Anton Zeilinger angesprochen hat. Wie kommt es zu so etwas wie einer Studienstiftung? Er hat die Rahmenbedingungen genannt. Wir sind hier an der Akademie der Wissenschaften, einer Organisation, die schneller handeln kann als teilweise andere akademische Einrichtungen hier in Österreich und die sich auch als ein Ort versteht, wo derartige Ideen umgesetzt werden. Also ein Ideenlaboratorium, und in das sind Sie jetzt eigentlich auch eingetreten. Dass wir eine enge Zusammenarbeit mit der Schweizer Studienstiftung haben, freut uns ganz besonders. Diese Zusammenarbeit geht aber über das hinaus, was Sie jetzt hier gesehen haben. Denn als die Idee geboren wurde, und das waren viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die hier an der Akademie eigentlich immer wieder in informellen Situationen darüber diskutiert haben, sowas fehlt uns in Österreich. Das müssen wir eigentlich auch haben. Es sind so viele Talente da, die man identifizieren muss, aber vor allem, die man zusammenbringen muss, weil hier dann ganz, ganz Neues entsteht, wenn diese Verbindungen hier institutionell einfach mit einem Rahmen einmal versehen werden. Und es war die Schweizer Studienstiftung, deren damaliger Leiter Klaus Famos einmal eingeflogen ist in Wien für einen Tag, und wir hatten einen intensiven Tag des Austausches, wie die Schweizer Studienstiftung hochgefahren wurde, welche Probleme sie hatten, welche Überlegungen dahinter standen. Und das hat bei mir ein bisschen auch einen autobiografischen Hintergrund. Ich bewahre zu Hause noch den Brief aus dem Jahre 1994, wo ich aufgeboten wurde zu dem, was die meisten von Ihnen so in den letzten 2 Jahren durchlaufen haben, nämlich diesem Assessment, also diesem ersten Gespräch. Und das war wirklich also ein kleines Büro eines ETH-Professors, wo eben, das ist eine Initiative, die von der ETH ausging, diese Professorinnen und Professoren ehrenamtlich den gesamten Prozess durchgezogen haben, den sie bei uns ja von einer Institution getragen, also von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften getragen, vorfinden. Ich habe unglaublich profitiert von dem, was die Studienstiftung geboten hat, und wir haben etliche Mitglieder bei uns, die als Forscherinnen und Forscher tätig sind, die an der deutschen Studienstiftung auch gefördert wurden, also außerhalb Österreichs. Und so ist dann diese Idee geboren worden, das setzen wir jetzt um. Was die Zielsetzung ist, wurde ebenfalls angesprochen, und wir decken uns da eigentlich in sehr vielem von dem, was Sie jetzt gerade gehört haben, was die Schweizer Studienstiftung ausmacht. Wir möchten natürlich besonders intelligente junge Menschen fördern, aber auch solche, die ein spezielles Engagement zeigen. Wir freuen uns, wenn der Weg in Richtung Wissenschaft geht, aber er muss es nicht, sondern es geht darum, junge Menschen zu unterstützen, zu fördern, die in den unterschiedlichsten Bereichen Begabungen haben und die sich auch später in den unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft engagieren werden. Und Sie werden sehen, das bildet sich auch in unserem Programm hier ab. Die Seminare, über die wir noch sprechen werden, sind ja deswegen so angelegt, dass das nicht eine Intensivierung dessen ist, was Sie ohnehin im Studium lernen, sondern dass Sie in ganz andere Bereiche vorstoßen können, mit denen Sie in Ihrem disziplinären Kontext eher weniger zu tun haben, weil es eben gerade darum geht, dass man möglichst früh lernen soll, auch breit zu denken und sich mit anderen auseinanderzusetzen, die unterschiedliche Zugänge zu Themen haben. Ganz wichtig ist, das hat Anton Zeilinger auch schon angesprochen, es ist eine österreichische Initiative. Österreich ist ja ein bisschen Wien-lastig, auch was die Institutionen angeht. Aber Sie wissen, wir haben auch die ganzen Auswahlgespräche breit über das Bundesgebiet verteilt und arbeiten hier auch sehr eng mit den Bildungsdirektionen zusammen. Auch ein Wort des Dankes an dieser Stelle von meiner Seite. Das ist eine ganz, ganz wichtige Kooperation. Wir sind ganz jung, das wissen Sie.
Wir sind, die Schweizer Studienstiftung feiert jetzt gerade 3 Jahrzehnte ganz am Anfang und haben noch sehr viel Gestaltungsmöglichkeiten. Also ich möchte mich dem, was Anton Zeilinger gesagt hat und was ich mit einigen von Ihnen schon einmal bei einem Empfang auch diskutiert habe, wirklich unterstreichen. Wir haben hier noch viele Möglichkeiten, Dinge gemeinsam aufzubauen und auch die Dinge gemeinsam auszutesten. Die Grundidee ist ein 3-Säulen-Modell. Wir bieten im Moment eine ideelle Förderung an, das heißt, wir geben im Gegensatz zum Beispiel zur Deutschen Studienstiftung noch keine Stipendien aus. Uns geht es vor allem um Fördern, dann, das ist natürlich ein Modewort, das gab es noch nicht, als ich Studienstiftler war, Vernetzung. Eigentlich geht es darum, dass man andere kennenlernt, die ähnliche Interessen haben, mit denen man gut diskutieren kann und wo eigentlich das entsteht, was ein Studium auch so wertvoll macht. Das ist eine Gemeinschaft, die sich hier bildet. Auch allein schon deswegen, weil Sie wissen, alle, die hier im Raum sind, haben auch diese Auswahlgespräche gemacht, diesen Prozess durchlaufen und sind jetzt nicht gerade auf den Kopf gefallen und ein Gespräch lohnt sich auf jeden Fall. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit und ganz wichtig, die 3. Säule ist Begleitung. Wie sind wir das jetzt angegangen? Das wurde schon angesprochen von Anton Zeilinger. Das hat die Studienstiftung bei uns eine Dynamik ausgelöst bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die bei uns Mitglieder sind, die ich doch als Begeisterung bezeichnen kann. Deswegen haben auch so viele Top-Forscherinnen und Forscher, mit denen sie zu tun hatten in den Auswahlgesprächen, ihre Wochenenden zum Teil geopfert in einem sonst sehr engen Zeitplan, weil sie einfach sehen, sie sind wichtig, mit ihnen zu diskutieren. Das ist einfach großartig. Sie sehen hier die Namen unseres Kernteams. Das ist eine Steuerungsgruppe, die die strategischen Fragen der Studienstiftung diskutiert. Und Sie sehen, es sind Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Fächern. 2 davon werden dann gleich auch noch zu Ihnen sprechen. Wir haben aber auch bei der strategischen Beratung dann das Glück gehabt, mit 2 Personen oder Persönlichkeiten in Austausch zu treten, nämlich mit Eva Schitter und Johannes Fankhauser, die im Ausland Mitglied von Studienstiftungen sind und die Idee hatten, so etwas in Österreich selber aufzubauen. Und das ist, wir haben uns dann zusammengeschlossen, aber ich fand allein die Idee großartig, weil sie nämlich von etwas zeugt, was für ein Land ganz entscheidend ist, und das ist Unternehmergeist. Dass man auch ganz schwierige Dinge angeht und dass man das auch umsetzen kann. Sie haben es dann umgesetzt, Ihre ursprüngliche Idee, in dem Fall mit einer staatlichen Institution. Aber ich glaube, das ist auch etwas, wo Sie sehen, greifen Sie hoch, ja? Also wenn Sie sich Ziele setzen. Das ist ganz wichtig, bleiben Sie nicht zu bescheiden und denken Sie daran, dass eigene Initiative und Selbstverantwortung ganz, ganz zentral ist. Auch nicht nur für Sie selber, sondern auch für die Menschen, die Sie umgeben und insbesondere die Gesellschaft. Also ich möchte Botschafterinnen, der Botschafter, so haben wir sie dann genannt, weil sie eine ganz wichtige Rolle gespielt haben, dann auch bei der Bewerbung der Studienstiftung, auch bei den Diskussionen mit der Kerngruppe hier, ganz, ganz herzlich danken. Sie sind beide im Saal da und verdienen einen Applaus. Wir haben dieses Programm ja zweigeteilt. Zuerst führe ich Sie ein bisschen durch die Studienstiftung und in einem zweiten Teil sind Sie dann die Stars. Das ist eigentlich auch wichtig, aber wir machen das ja auch als Informationsveranstaltung für Menschen, die ein bisschen weniger eingeweiht sind als diejenigen, die schon Seminare besucht haben. Aber damit ich hier das Wort nicht monopolisiere und es auch ein bisschen abwechslungsreicher ist, haben wir Videos eingeplant. Und es werden jetzt 2 Mitglieder der Kerngruppe zu Ihnen sprechen, die Archäologin Sabine Ladstätter, die auch im Saal ist, Jörg Schmidmeier, der auch im Saal ist, aber Sie werden sie jetzt hier an der Leinwand sehen. Also ich finde die von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften initiierte Studienstiftung ein hervorragendes Instrument für junge Leute und
Ich selbst hätte mir das eigentlich gewünscht, als junger Mensch, vor allem aus dem ländlichen Raum kommend, dass man möglichst früh realisiert, hey, da gibt's irrsinnig viele Leute, die denken so, wie du denkst, die interessieren sich für die gleichen Dinge, die sind auch so, wie du bist, vielleicht weil du eben ein bisschen anders bist. Und das erleichtert dann diesen Einstieg in die Wissenschaft oder auch in andere Wege. Und heute auf der anderen Seite stehend, faszinieren mich die jungen Menschen, das Arbeiten mit ihnen, weil ich sehe das große Interesse für die unterschiedlichsten Fachgebiete, aber auch die Bereitschaft zu diskutieren, sich auch gesellschaftlich einzubringen. Und insofern war die Studienstiftung auch für mich als Lehrende ein Prozess, ein Lernprozess, und der letztendlich dazu geführt hat, dass meine Sicht auf die Welt, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf die Jugend und auf unseren Nachwuchs wesentlich positiver ist. Und insofern unterstütze ich diese Initiative sehr gerne. Ich arbeite sehr gerne als Vortragende und ich rege auch sehr gern junge Menschen an, sich zu beteiligen, überall in Österreich. Es ist keine Wiener Initiative, es ist eine österreichische Initiative und ihr alle solltet bei ihr mitmachen. Die Studienstiftung gibt jungen Leuten die Möglichkeit, ihre eigenen Peers zu finden, ihre eigenen Netzwerke zu finden und über die Generationen hinweg ihre Kontakte zu knüpfen und damit generationenübergreifend voneinander zu lernen. Ich selbst zähle jetzt schon zu den Älteren und lerne immer fantastisch viel mit jungen Menschen und ihren Ideen und ihren Kräften und ihrer Lebendigkeit. Und ich denke, dass dieser gegenseitige Austausch zwischen Jung und Alt in einer Studienstiftung, wie sie jetzt aufgestellt und installiert wird, ein ganz wichtiger Punkt ist, um auch jungen Leuten zu zeigen und die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln und dann zu unserer Gesellschaft in ganz entscheidendem Maß beizutragen. Das leitet eigentlich dann schon über zum nächsten Punkt. Wen wollen wir eigentlich ansprechen mit der Studienstiftung? Wir haben ein formales Kriterium, also es sind junge Menschen, die an einer allgemeinbildenden oder einer berufsbildenden höheren Schule waren. Das war uns auch gerade das Letztere sehr wichtig, klarerweise im ganzen Bundesgebiet. Auf der einen Seite die sehr gute schulische Leistungen haben, aber das wurde ja auch schon deutlich bei der Präsentation der Schweizer Studienstiftung, darum allein geht es nicht, sondern es geht eigentlich um die Persönlichkeiten, die hier im Mittelpunkt stehen. Und das sind dann Dinge, die man eigentlich erst in den Gesprächen, in den Auswahlgesprächen wirklich herausfindet. Also Menschen, die Potenzial haben für etwas Besonderes, die auch neben der Schule sich engagieren, Interesse haben und die auch das Potenzial haben, später einmal Verantwortung zu übernehmen, eben nicht nur für sich selbst und die eigene Karriere, sondern eben auch darüber hinaus. Sehr wichtig war uns, auch das hat Anton Zeilinger angesprochen, weil es diese Debatte gab über die Studienstiftung, dass wir ungeachtet aller anderen Kriterien, es zählt wirklich nur die Person, fördern möchten. Das heißt, es ist wieder so ein englischer Ausdruck, für uns auch ganz wichtig, dass wir sogenannte First Academics fördern können. Das heißt, junge Menschen, die die Ersten in ihrer Familie sind, die maturieren und an die Uni gehen, die halt nicht den Startvorteil haben, dass Eltern oder Verwandte schon genau wissen, wie das System Universität funktioniert. Und wir möchten Ihnen, das werden wir dann später zeigen, auch sehr früh die Möglichkeit geben, sich mit Mitgliedern, auch der Angehörigen der österreichischen Eliten aus den unterschiedlichsten Bereichen einmal auszutauschen, um relativ früh hier in Debatten hineinzukommen, aber auch Kontakte zu knüpfen, die vielleicht von zu Hause aus jetzt nicht automatisch möglich gewesen wären. Wir haben auch hier zwei Videos jetzt vorbereitet von Personen, Mitgliedern der Akademie, die in den Auswahlkomitees dabei waren. Einige von Ihnen werden sich vielleicht an sie erinnern. Das eine ist Silvia Knapp, der zweite ist Georg Stingel, der auch heute Abend hier ist. Und wie Ihr Blick auf die Studienstiftung ausschaut, kommt jetzt in der Videorunde 2.
Die Österreichische Studienstiftung ist eine Initiative der Österreichischen Akademie der Wissenschaften mit dem Ziel, junge, talentierte, kluge Köpfe zusammenzubringen. Wir suchen dafür jedes Jahr intelligente, talentierte, interessierte Schülerinnen im letzten Jahr. Wir suchen nicht die traditionellen Streber, wir suchen eher Leute, die das Besondere suchen, die neugierig sind, die auch gern andere Sachen ausprobieren und sich für viele Themen interessieren. Weil so als Studienstiftung können wir ganz verschiedene Vorlesungen und Seminare anbieten, damit all diese verschiedenen Interessen gemeinsam gestillt werden können. Was will die Studienstiftung? Die Studienstiftung will Leute zusammenbekommen, die sich für andere Themen interessieren, für nicht nur das Studium, das sie planen, sondern auch, weiß ich nicht, ein geisteswissenschaftlich Interessierter, der sich auch für Technik interessiert oder eine Technikinteressierte, die sich auch für Physik interessiert. Also ganz verschiedene Themen, um einfach den Horizont zu erweitern und jede, die daran interessiert ist, den Horizont zu erweitern, und das ist ja eigentlich das Schönste im Leben, sollen sich bitte bewerben bei der Österreichischen Studienstiftung. Ganz wichtig erscheint mir, dass viele junge Menschen diese Gelegenheit beim Schopf packen. Und wenn sie hören, Maturanten und Interesse haben, Begeisterung haben, dann sollen sie sich unbedingt melden und an diesem Experiment Studienstiftung teilnehmen. Ich selbst hatte die Freude, bei einem Auswahlverfahren der Kandidatinnen und Kandidaten dabei zu sein. Und besonders interessant war für mich das Gespräch mit den Personen. Es ist selbstverständlich, dass natürlich in einem Impulsreferat sich die einzelnen Burschen und Mädchen vorstellen und quasi ihre Absichten und Ziele formulieren. Aber noch viel informativer und letztlich entscheidend für das Auswahlverfahren waren die Gespräche und die Eindrücke, die man von den einzelnen Bewerberinnen gewinnen konnte, weil man relativ bald realisiert hat, ob diese Leute richtig klar, manchmal auch kantig denken können und ihre Ziele formulieren können. Ja, Sie haben jetzt einiges schon gehört zu den Auswahlkriterien, die sehen Sie hier jetzt, und Sie werden sich ja fragen, wie sind wir überhaupt an Sie gelangt? Zum Teil werden Sie es wissen. Es war zuerst eine Art Top-Down-Verfahren. Wir haben mit den Bildungsdirektionen, denen ich noch einmal danken möchte an dieser Stelle, das war für uns ganz, ganz zentral, zusammengearbeitet. Und die wiederum sind dann an die Direktorinnen und Direktoren der Schulen herangetreten. Also am Anfang war es in der ersten Runde so, dass es über eine Art Nominierungsvorschlagssystem ging, damit wir den ganzen Prozess einmal ins Rollen bringen konnten. In einem zweiten Schritt haben wir es dann geöffnet für Selbstbewerbungen, also Eigeninitiative Bewerbungen. Und jetzt ist es so, dass wir eigentlich einen doppelten Ansatz verfolgen wollen. Auf der einen Seite werden wir weiter mit den Bundesländern und den Schulen zusammenarbeiten, aber dann sind Sie ganz wichtig. Denn es ist ganz zentral, dass hier auch von Ihnen Mundpropaganda betrieben wird oder auch über vor allem die sozialen Medien, das verbreitet wird, dass es so etwas gibt, dass Sie das bewerben, dass also möglichst viele erreicht werden können mit unserer Botschaft, dass man sich hier bewerben kann für eine Förderung. Die Auswahltage, ja, da werden Sie sich alle noch dran erinnern. Die sind auch für uns, wenn wir in den Auswahlkomitees sitzen, memorabel. Das hat Georg Stingel schon angesprochen in seiner Videobotschaft. Auch bei uns ist das ein Prozess gewesen, den wir einmal einüben mussten. Und teilweise hat es ja auch dann sehr hitzige Debatten gegeben, auch in den Komitees, ja, weil es treffen verschiedene Komiteemitglieder auf verschiedene Kandidatinnen und Kandidaten, die Eindrücke sind unterschiedlich, Personen reagieren unterschiedlich auch aufeinander in derartigen Situationen. Deswegen ist das auch ein mehrstufiges System, sodass wir verschiedene Blickachsen darauf werfen können, auf das, was sich gerade hier abspielt. Sie wissen, also es gibt die Diskussion in den Kleingruppen und dann jeweils noch die Einzelinterviews, die eben hier ein möglichst umfassendes Bild dann ergeben sollen. Mir ist bewusst, ich kann mich noch selber daran erinnern, das ist eine spezielle Situation, in die man da hineingerät, aber die Sie da sitzen haben, die ja alle großartig gemeistert, und das ist sicher auch etwas eben, was eine gewisse Gemeinschaft schafft,
sich daran zu erinnern, wie denn das abgelaufen ist. Wir sind aktuell jetzt in der dritten Bewerbungsrunde und es haben gerade am letzten Wochenende haben die ersten Auswahlgespräche stattgefunden in Innsbruck, Klagenfurt, Linz und Wien folgen. Und die nächste Runde, die werden Sie dann sehen, die Aufnahmen erfolgen im Jänner und das sind dann Ihre zukünftigen Kolleginnen und Kollegen, die Sie dann bei den verschiedenen Veranstaltungen kennenlernen werden. Ich möchte diese Gelegenheit auch benutzen, noch einmal unseren Mitgliedern, die in den Auswahlkomitees tätig waren, sehr, sehr zu danken. Also das war ein großartiger Einsatz und ein tolles Engagement und auch tolle Diskussionen, die hier entstanden sind. Und auch jetzt kommt wieder ein Video mit zwei Mitgliedern. Unsere Mitglieder Bauer und Radonitsch werden jetzt ihren Blick darstellen, wie sie denn diese Auswahlgespräche erlebt haben und was ihnen dabei wichtig ist. Meine durchwegs positiven Erfahrungen mit der Österreichischen Studienstiftung stammen von meiner Mitwirkung in einem der Auswahlkomitees. In diesen wird versucht herauszufinden, ob bei Ihnen neben Ihrem Talent das Potenzial zu einer weiteren Entwicklung gegeben ist, ob Sie sich nicht scheuen, auch schwierige Probleme in Ihrem Leben anzugehen, ob vor allem intellektuelle Neugier vorhanden ist und ob Sie mit Mut und Entschlossenheit gesteckte Ziele verfolgen. In den Auswahlkomitees wird selbstverständlich berücksichtigt, dass die Bewerberinnen und Bewerber aus verschiedenen sozialen Schichten, aus unterschiedlichen familiären Situationen stammen, dass sie verschiedene Interessen verfolgen, aus verschiedenen Schulen kommen und auch verschiedene Studien belegen werden und manche von ihnen die ersten sein werden, die ein universitäres Studium zu Ende bringen werden. Die Maturantinnen und Maturanten ermuntere ich, sich bei der Studienstiftung zu bewerben. Sie werden dort ein Umfeld von interessanten jungen Leuten vorfinden und die vielfältigen Fördermöglichkeiten und Chancen, die Ihnen die Studienstiftung bietet, zur Entwicklung Ihrer Persönlichkeit nutzen können. Als ich das erste Mal Mitglied der Auswahlkommission war, war ich sehr überrascht und ziemlich beeindruckt von den Bewerberinnen und Bewerbern. Also erstens mal von der hohen sprachlichen Qualität der Bewerbungen und von dem Grad der Reflexion darin. Und dann auch, als ich die Bewerberinnen und Bewerber selbst kennengelernt habe, von ihrer Motivation, von ihrer Energie und auch von dem, wie komplexe und gute, differenzierte Gedanken sie sich über die Welt gemacht haben. Als dann die Bewerbungsprozesse online stattgefunden haben, gab es zum Teil wirklich sehr schöne, kreative Bewerbungsvideos. Und dann bei den Gruppendiskussionen, bei denen ich zuhören durfte, war ich ja wieder sehr beeindruckt davon, wie komplexe Themen so informiert und auch respektvoll im Umgang miteinander verhandelt wurden. Ich habe aber auch mehrere Mitglieder dann der Studienstiftung als Volontärinnen in meinem Projekt gehabt, jetzt schon das zweite Jahr. Und das war natürlich sehr spannend, sie in dieser Umbruchszeit begleiten zu dürfen zwischen dem Aufbruch aus dem, in meinem Fällen, meiner Volontärinnen, alles aus Dörfern im Wesentlichen in die große, weite Welt, zum Beispiel zum Studium nach Großbritannien oder für ein wohltätiges Projekt nach Frankreich. Das heißt, ich habe Ihnen hier, so hoffe ich, wissenschaftliches Arbeiten, wissenschaftliches Zitieren und sowas wie Hineinschnuppern in eine akademische Arbeitswelt beibringen können. Und zugleich war es mir eine Ehre, Ihnen vielleicht in dieser aufregenden Zeit den einen oder anderen Tipp geben zu können. Ja, für eine Bilanz ist es natürlich noch zu früh, aber Sie sehen hier ein paar der wichtigen Daten, wie gerade der Stand jetzt ist im November 2021. Das wird sich natürlich jetzt alles laufend verändern. Für uns ist es eben sehr wichtig gewesen, die eigentlichen Formate, was die Seminare angeht und was die Betreuungsdozentinnen und Dozenten angeht, die Mentorinnen und Mentoren einmal aufzubauen und die Studienstiftungsgespräche einzurichten, auf die ich dann gleich noch zu sprechen komme. Kernstück sind natürlich die Seminare.
bei denen ja die allermeisten von Ihnen schon teilgenommen haben. Hier sehen Sie ja einige Bilder, einige werden sich hier wiedererkennen, auch in Ihren Erinnerungen. Es sind mehrtägige Seminare zu ganz unterschiedlichen Themen von angewandter Mathematik über Artificial Intelligence. Hier sehen Sie Schnee, eine schmelzende Ressource, ein Seminar, das im Februar 2020 stattgefunden hat. Weitere Beispiele wären dann Homo sapiens, woher kommt der Mensch und wohin geht er? Das hat in Reichenau an der Rax stattgefunden. Und darum, in den Seminaren geht es um das, was ich bereits erwähnt habe. Es geht um eine Horizonterweiterung. Es geht um eine Art Eintauchen in ein Thema, mit dem man sich so nicht auseinandersetzen würde. Das sind Themen, die wir in der Kerngruppe entwickeln, aber da sind wir auch sehr gerne bereit, Themenvorschläge von Ihnen aufzugreifen, wenn Sie große Debatten hier führen wollen mit kundigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dann greifen wir auch Ihre Themenvorschläge sehr, sehr gerne auf. Wie diese Seminare so laufen, auch da haben wir drei Videos vorbereitet und die wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. So we have been working together on courses on social robotics, and we have tried to create a very diverse content for this workshop. We split that up into three main pillars. So students prepared papers in advance, they read them and should critically reflect them and create posters as a discussion so that everyone knows the technical state of the art. Then we had a session on programming a humanoid robot, so an introduction to programming, just in simulation, but at least we programmed a humanoid robot at the seminar. And then as a third part, we brought commercially available small robots with us. And the task of the students was to come up with a reasonable use case for social robots and create interaction sketch videos out of that. We had a very diverse group of students, so we were impressed to see that the students who signed up for this workshop were not necessarily interested in studying engineering or computer science, which is the basis for going into robotics later, but instead they came from fields like law, mathematics, physics. So this created a very nice environment for discussions. This was a great environment for the students to network as well. So they could chat with the instructors, us, but also the instructors of the other workshop that was held in parallel in an informal setting. And they could also meet their peers and have interesting chats while walking out in the nature. So the format in general was a very important part of the success of this workshop. And we realized the success of the workshop through the quality of contributions the students created. So all in all, I would say the seminars are one of the most important package for the Studienstiftung and for its success, and teach students a lot about how the academic world could look like in future and makes them reflective thinkers. And I think what our aim needs to be with the Austrian Studienstiftung is that professors all over in the country are really keen on teaching a seminar there, so that we also need to write proposals to get accepted, to have the opportunity to work with brilliant young minds on topics of research for our future. Ein ganz wichtiger Aspekt der Förderung durch die Österreichische Studienstiftung ist das Seminarprogramm. Das heißt, wir bieten den Geförderten die Möglichkeit, im Rahmen einer Sommerschule oder einer Winterschule zusammen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus ganz Österreich sich intensiv für mehrere Tage am Stück mit einem Thema zu beschäftigen, tiefer als das im normalen Universitätsbetrieb oft möglich ist. Ein Stück weit also Forschungsluft zu schnuppern, sehr früh in der Karriere, und auch denjenigen Personen, die vielleicht an Massenuniversitäten sind, die diese Kleingruppenarbeit noch nicht so gewöhnt sind, die vielleicht sich unter der Wissenschaft noch nicht allzu viel vorstellen können, sehr früh in ihrem Studium einfach ein Gefühl dafür zu geben, was es heißt, sehr intensiv in Teams zu arbeiten an Fragestellungen, wie zum Beispiel der
Genetik. Ich habe im Sommer ein Seminar geleitet in Reichenau in der RAX, wo wir uns beschäftigt haben damit, wie unsere Gene und die DNA das die Medizin und die Biologie verändern, aber auch welche ethischen und gesellschaftlichen Herausforderungen daraus entstehen. Und dort auch Personen zu treffen mit ähnlichen Interessen. Das heißt, ein Stück weit würde ich das sozusagen den Nationalkader für Wissenschaft nennen. Das ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber wir sind sehr gut in Österreich darin, unsere Skifahrer zu fördern, unsere Fußballer. Aber wir haben nicht wirklich ein System, quasi der nächsten Generation vielversprechende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr früh die Möglichkeit zu geben, quasi ihr Talent weiterzuentwickeln, zusammen mit Gleichgesinnten an schwierigen Themen zu arbeiten. Ich persönlich habe sehr profitiert von der Studienstiftung. Ich komme ursprünglich aus Deutschland, war lange Jahre von der Deutschen Studienstiftung gefördert, erst im Studium, später während meiner Promotion. Ich habe die Sommerakademien der Deutschen Studienstiftung immer sehr genossen. Man hat einfach ein Gefühl dafür gekriegt, dass man mit seinem wissenschaftlichen Interesse nicht alleine steht, dass es eine ganze Community von Leuten gibt, mit denen es wirklich Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Und das ist eigentlich, was wir mit der Österreichischen Studienstiftung auch erreichen wollen. Wir wollen natürlich herausragende junge Menschen fördern. Wir wollen ihnen aber auch Spaß an der Arbeit vermitteln. Das heißt, für mich ist Wissenschaft jeden Tag ein Vergnügen. Es ist etwas, was mich sehr stark motiviert, wo ich sehr stark Freude dran habe und ein bisschen von dieser Freude und dieser Begeisterung für wissenschaftliche Arbeit an junge Menschen weitergeben. Das hoffen wir mit dem Seminarprogramm der Österreichischen Studienstiftung erreichen zu können. Wir sind heute in Reichenau an der RAX und heute ist die Studienstiftung hier. But we are here as part of the Austrian Academy initiative to train the next generation of scientists, but also thinkers, I would say. Man lernt extrem viel Interessantes, was du nicht einmal akademisch brauchen musst, aber was dir viel Wissen bringt, um in Diskussionen mitreden zu können. Das ist genau das, was die Wissenschaft braucht. Unverbrauchte Leute, die excitable sind über verschiedene Fragestellungen und einfach neue Ansätze mitbringen. Teamwork steht ganz klar im Vordergrund und die besten Ideen kommen aus der Kombination von Ideen aus verschiedenen Feldern. Am wichtigsten ist eigentlich die Connection, also dass man Leute kennenlernt, die alle auf der gleichen Wellenlänge sind, so ungefähr. Das ist irgendwie das super, das Gute in der Studienstiftung. Ich glaube, für jeden was dabei. Man kann ordentlich was lernen, plus coole Leute kennenlernen, hat was. Ja, hat was, hoffen wir. Und was es sonst noch hat, folgt jetzt gleich. Das sind die Volontariate. Zur Vertiefung auch der Seminare gibt es die Möglichkeit bei unseren Forschungsinstituten, wir haben ja eine riesige Bandbreite von naturwissenschaftlichen, geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschungsinstituten, ein Volontariat zu machen. Frau Radonetsch hat das ja schon angesprochen, und ein bisschen so zu schnuppern und zu sehen, wie eigentlich Spitzenforscherinnen und Forscher in Österreich arbeiten. Was aber für uns ganz wichtig war, und das ist etwas, was die Deutsche und die Schweizer Studienstiftung so nicht haben, das ist so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal, das sind die Studienstiftungsgespräche. Die Studienstiftung verfolgt einen stark inklusiven Ansatz, und ich habe das schon erwähnt, uns geht es darum, auch Ermöglicher zu sein, Chancen zu öffnen, und insbesondere in einem mittelgroßen Land ist es sehr wichtig auch, dass man sich persönlich kennt, dass man die Möglichkeit hat, schon relativ früh auch Beziehungsnetzwerke aufzubauen und es auch einzuüben mit Personen, die Spitzenpositionen in den unterschiedlichsten Bereichen einnehmen, einmal in einem Gespräch in einer Kleingruppe zu sein. Also hier sehen Sie ein Gespräch mit Michael Landau, dem Chef der Caritas. Aber wir haben auf der nächsten Folie sieht man das ja, also Personen, Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Bereichen. Also Sie sehen hier Brigitte Ederer, Corinna Milborn, Johanna Rachinger in der Mitte, Michael Landau, Anneliese Rohrer
und dann Heinrich Schaller, den Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, also Persönlichkeiten aus einem Bereich von der Wirtschaft in das Bankwesen, in die Medien, in den Kulturbereich, aber auch in den sozial-karitativen Bereich. Die weiteren Gespräche, viele haben von Ihnen an derartigen Gesprächen teilgenommen, waren unter anderem, das war auch die erste und ich möchte sie ganz besonders hervorheben, weil sie so die Eisbrecherin war, das war Daniel Speerer, die Direktorin des Jüdischen Museums in Wien. Aber wir hatten zum Beispiel auch Franz Fischler, der uns dann gleich die Brücke zum Forum Alpbach gebaut hat. Wir hatten auch den Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Wir hatten den Gouverneur der Österreichischen Nationalbank Robert Holzmann. Und auch hier ist es so, dass wenn Sie mit derartigen Persönlichkeiten, die wir noch nicht auf unserer Liste haben, sprechen, dann ist es eine Mail an Alexander Nagler und wir schauen, was möglich sein wird. Das hat natürlich ein doppeltes Ziel. Auf der einen Seite, wissen Sie, ist die Suche nach guten Leuten etwas, was jedes Land beschäftigt und die ganzen Teilsegmente dieser Gesellschaft natürlich auch, ob das jetzt vom Kulturbereich bis in den Wirtschaftsbereich hineingeht. Sie sehen, es geht eben nicht nur um Wissenschaft, sondern um die Gesellschaft in ihrer Vielfalt als Ganzes. Also wir möchten eben auch diesen Persönlichkeiten zeigen, was es in Österreich für tolle Talente gibt. Und auf der anderen Seite geht es eben auch darum, dass man schon relativ früh lernt, sich mit Personen, die derartige Positionen haben, einmal im kleinen Kreis auseinanderzusetzen, vielleicht auch mal in Bereiche zu gehen, zum Beispiel, wenn man Wirtschaft studiert, einmal mit jemandem aus einer Gewerkschaft oder von der Caritas zu sprechen, um einen ganz anderen Blick zu bekommen, oder wenn man vielleicht eher aus den Sozialwissenschaften kommt, einmal mit der Chefin eines großen Unternehmens oder dem Chef einer Bank zu sprechen, weil genau diese Fähigkeit des Dialogs auch ein Land zusammenhält. Also das ist uns auch ganz wichtig, dass Sie diese Fähigkeit früh einüben, gerade in einer Gesellschaft, wo, Sie müssen ja nur die Zeitung aufschlagen, man immer wieder über Dialogfähigkeit nachdenkt und wir hoffen, dass sie so auch mit entsteht und dass Sie da auch einen wichtigen Beitrag leisten. Was machen wir weiter? Das wissen Sie. Das ist dann das Mentoring. Also Sie haben ja eine doppelte Betreuung durch persönliche Coaches und dann, das ist ein System, das wir übernommen haben aus der Schweiz und Deutschland, dass Sie jeweils in Gruppen zusammengefasst werden und betreut von Vertrauensdozentinnen und Vertrauensdozenten, die ja dann auch Ihre Ansprechpersonen in der Gruppe sind. Und auch hier haben wir noch zwei Videos vorbereitet, wo unsere Mitglieder Winnie Walter und Unterlass zu Ihnen sprechen werden. Ich bin seit mehr als einem Jahr als Vertrauensdozentin für die Österreichische Studienstiftung tätig. Eine Aufgabe, die mir sehr viel Freude macht. Ich betreue eine Gruppe von 10 jungen Menschen der Studienstiftung, die von Design über Wirtschaft und Recht bis zu Zahnmedizin in den verschiedensten Fachbereichen eine Ausbildung anstreben. Wir treffen uns regelmäßig als Gruppe und auch durch die Vernetzung der Studierenden untereinander passiert etwas sehr Positives. In diesem schwierigen Jahr des Studienbeginns, der manchmal durch Militärdienst oder Zivildienst oder die Vorbereitung für eine Aufnahmeprüfung auch sehr vereinzelt ist, treffen wir einander und können ein bisschen Gruppengefühl erzeugen. Als Vertrauensdozentin sehe ich mich in der Aufgabe, in akademischen Fragen zu beraten, in Karrierefragen, aber es geht letztlich immer auch um die Lebensplanung. Die Studienstiftung vernetzt über ihre Vertrauensdozentinnen interdisziplinär und über die Generationen hinweg. Ich bin eine große Unterstützerin und große Freundin der Studienstiftung seit ihrer Geburtsstunde und bin dabei im Auswahlkomitee. Ich halte auch nächstes Jahr ein Seminar zur grünen Chemie und ich bin auch Mentorin. Die Studienstiftung ist meiner Ansicht nach ein ganz fantastischer Ort der Begegnung und Vernetzung großartiger junger Menschen. Und ich bin ja furchtbar begeistert, dass es die Institution gibt.
Als Mentorin habe ich ungefähr 10 neue Studierende, 8 bis 10, aus der Stiftung pro Jahr, die ich betreue und mit denen ich spreche. Und das ist für mich eine der schönsten Aufgaben, die ich tue, weil ich mit fantastischen Menschen spreche. Und für die Studierenden ist es, denke ich, was Besonderes und ein besonderer Zugang, Input und Gedanken zu bekommen von Professorinnen, die die Uni kennen. Ja, was geschieht jetzt im Moment? Das haben Sie zum Teil ja auch schon mitbekommen. Ich habe es auch schon angesprochen. Wir sind dabei, auch Kooperationspartner zu suchen. Einige von Ihnen waren ja auch, das ist wie gesagt auf die Initiative von Franz Fischler zurückzuführen, bei den Alpbach-Challenges dabei. Wir haben auch als Kooperationspartner die Internationale Akademie in Traunkirchen, dann etliche andere. Besonders wichtig ist aber für die Zukunft sicher die Zusammenarbeit mit der Schweizer Studienstiftung. Einige von Ihnen waren ja in der Schweiz zu Seminaren, umgekehrt waren Schweizer Geförderte bei uns. Das ist also auch ein erster Schritt in Richtung Internationalisierung. Ja, das war jetzt unsere Präsentation, aber jetzt kommt eigentlich der Teil, wo es um Ihre Perspektive geht und nicht in schönen Videofilmen, sondern dann tatsächlich live hier in der Debatte. Und wir sind natürlich auch als Akademie sehr gespannt jetzt auf diese Diskussion, die jetzt stattfindet. Und ich freue mich sehr, dass Birgit Dahlheimer hier die Moderation übernimmt und mit sechs Geförderten jetzt ins Gespräch eintritt, mit in alphabetischer Reihenfolge Michael Hoskowitz, Niklas Kapeller, Caroline Moser, Cosima Rudigier, Anna Schwabecker und Gabriel Trittremmel, die stellvertretend für die Geförderten, die hier jetzt im Saal sind und all diejenigen, die zu Hause sind, uns jetzt ein bisschen sagen, wie ihre Sichtweise ist. Mein Part ist jetzt hier beendet. Ich habe nur noch die angenehme Verpflichtung, Sie daran zu erinnern, was Anton Zeilinger gesagt hat, dass es nämlich dann unten weitergehen wird, wenn die Diskussion aus ist. Vielen Dank und jetzt freuen wir uns auf die Debatte. Jeder findet sein Plätzchen. Ja, wunderbar. Ich habe hier nur einen Spickzettel mit, damit ich nicht immer auf die Namensschilder schauen muss, aber ich glaube, ich habe es mir eh schon weitestgehend gemerkt. Wir haben jetzt eine ganze Reihe gehört vom Professor Schmidt über all die Dinge, die ihr schon gemacht habt wahrscheinlich und die hinter dieser Studienstiftung stehen. Jetzt wollen wir es aber ganz gerne in einer ersten Runde von euch selbst hören. Ich würde euch jetzt der Reihe nach ganz kurz vorstellen und dann bitten, uns zu erzählen, was war denn eure Erwartung, wie ihr euch beworben habt für dieses Programm und was habt ihr in diesen ersten 1,5, also für manche sind es schon 2 Jahre, für manche erst 1 Jahr, erlebt mit so 1, 2 Highlights dessen, was ihr an Seminaren, Vorträgen, Diskussionen schon hattet. Ich fange ganz zu meiner Linken an. Niklas Kapeller ist im ersten Jahr der Studienstiftung, also schon beim ersten Durchgang dabei gewesen, stammt aus Villach, studiert jetzt Philosophie an der Uni Wien. Was war denn Ihr Einstieg, wie haben Sie es erfahren, was war Ihr Einstieg in die Studienstiftung und können Sie uns ein bisschen erzählen, wie so die ersten Begegnungen waren? Ja, also mein Einstieg war eine recht zufällige Glückssache. Deswegen, weil meine Schule zwar die E-Mail der Akademie erhalten hat, in der darauf hingewiesen wurde, dass die Studienstiftung jetzt ins Leben gerufen wird, die allerdings eigentlich keinerlei Beachtung von seitens meiner Schuladministration zuerst erfuhr, sodass dann es letzten Endes meinem Philosophielehrer zu danken ist, der mich darauf aufmerksam machte, der die E-Mail irgendwie ausfindig machte und sie mir zusandte, dass ich mich doch bewerben konnte. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe zu Anfang mir von der Studienstiftung kein wirkliches Bild machen können. Der Auswahltag war definitiv etwas Neues, wie das schon zur Genüge erklärt worden ist, auch eine spannende Angelegenheit, wenn man die Möglichkeit hat, mit Forschenden der Akademie persönliche Gespräche
zu führen. Das Ganze war relativ kurzweilig. Und ich war dann auch sehr froh, wenn ich auch noch nicht gewusst habe, was mich erwarten wird, als ich aufgenommen war. Cosima Rüdiger, Sie waren im zweiten Jahr dabei, sind aus Bludenz, studieren jetzt Sprache und Kulturen von Südasien und Tibet. Wie haben Sie es denn erfahren? Wie ist die Studienstiftung zu Ihnen gekommen und war es wichtig, zum Beispiel auch schon mit anderen Studienstiftungsteilnehmern aus dem ersten Jahr in Kontakt zu sein, bevor Sie sich dafür interessiert haben? Genau, also bei mir war es so, dass tatsächlich unser Klassenvorstand, der generell immer sehr engagiert, sehr interessiert ist an Möglichkeiten, seine Schüler und Schülerinnen zu fördern. Ich durfte dank ihm auch am Philosophikum in Lech teilnehmen, wofür ich ihm auch sehr dankbar bin im Nachhinein. Und es sind tatsächlich zwei Freunde von mir oder zwei Bekannte, meine sehr gute Freundin und noch ein Bekannter im ersten Jahrgang der Österreichischen Studienstiftung gefördert worden oder werden gefördert. Und mit denen habe ich dann auch gesprochen und mich ausgetauscht. Und das hat mich dann dazu gebracht, mich zu bewerben. Und ich muss ehrlich zugeben, dass ich nicht wirklich viel Erwartungen hatte im Endeffekt, weil man wusste nicht viel drüber, man hat das nur von den Erzählungen gehört, aber ich war dann sehr positiv überrascht. Ich muss an der Stelle auch ein sehr großes Lob aussprechen an die Organisatoren des Auswahltages, weil der komplett digital abgehalten wurde. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, sehr verbunden zu sein mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die dann mitgemacht haben. Und ja, ein sehr positives erstes Erlebnis mit der Österreichischen Studienstiftung. Also die Auswahl muss man natürlich auch dazu sagen für den Jahrgang 2020, die heuer im Jänner angefangen haben. Das ist natürlich alles digital gelaufen, ist auch nochmal anders. Michael Hoskowitz, Sie studieren Wirtschaftsrecht an der WU in Wien, sind auch aus Wien. Wie sind Sie? Erster Jahrgang, also schon 2019 beworben. Wie sind Sie auf die Studienstiftung gekommen oder die Studienstiftung zu Ihnen? Also bei mir war es ähnlich wie bei der Kollegin Rodigier. Ich habe eine E-Mail bekommen von meiner Klassenvorständin. Die hat sie weitergeleitet vom Direktor, nehme ich an. Und das war eigentlich das Einzige, was wir von der Studienstiftung erfahren haben. Auch keine näheren Erläuterungen oder so. Das heißt, das Einzige, was ich, womit ich mein Bild machen konnte über die Studienstiftung, war diese eine E-Mail. Und ich muss dazu ehrlich sagen, dadurch, dass ich eben erster Jahrgang bin, war jetzt die Motivation nicht außergewöhnlich hoch, mich da zu bewerben. Ich habe es trotzdem gemacht dann im Endeffekt. Was stand da drin in dem E-Mail? Wenn Sie engagiert, neugierig und ja, also überdurchschnittlich intelligent sind, bewerben Sie sich. Wie kann man sich das vorstellen? So genau stand jetzt nicht drin, glaube ich, aber sinngemäß ungefähr. Aber die Website war eben noch nicht so schön, wie sie jetzt ist. Und es gab auch niemanden, der davor Mitglied der Österreichischen Studienstiftung war. Das heißt auch keine Erfahrungen, die geteilt werden konnten. Aber spätestens bei den Auswahltagen habe ich dann gemerkt, dass das die absolut richtige Entscheidung war, mich da zu bewerben. Nach den Gesprächen mit den Mitgliedern des Auswahlkomitees, mit den Professorinnen und Professoren, sehr interessant. Und wirklich, da habe ich wirklich gemerkt, dass das eine gute Entscheidung war, mich da zu bewerben. Und das wirkt bis heute noch, ja. Also ich bin sehr froh, dass ich mich damals beworben habe. Das hören wir dann eh auch noch gleich, was da bis heute alles nachwirkt. Frau Schwabecker, Sie sind auch aus Wien, Sie studieren an der WU und an der TU. Wie haben Sie denn ursprünglich, also ich sollte vielleicht auch dazu sagen, was Sie studieren, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der WU und Wirtschaftsinformatik an der TU. Wie haben Sie denn ursprünglich von der Studienstiftung erfahren? Ich habe auch eine E-Mail bekommen von meinem Klassenvorstand. Das hat mich noch nicht ganz überzeugt, weil ich mir eben auch nicht wirklich was darunter vorstellen konnte. Dann lagen aber auf einmal auch Flyer in meiner Klasse. Dann habe ich mir gedacht, ich schaue es mir mal genauer an. Und es hat mir sehr gefallen und dann habe ich mich beworben und es war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Sie sind ja auch vom zweiten Jahrgang. Also kam da auch irgendwo der Gedanke oder haben Sie es gemacht, dass Sie mit schon an der Studienstiftung teilnehmenden jungen Leuten geredet haben? Genau, ich habe auf einem der Fotos, und da waren noch nicht viele Fotos, weil ja dann auch fast alles online war, habe ich eine aus meiner alten Schule erkannt, habe mal geschrieben und das hat sicher auch viel dazu beigetragen, dass ich mich dann wirklich beworben habe, weil ich am Anfang nicht wusste, ob das Programm wirklich mich ansprechen sollte oder nicht. Und die hat aber gesagt, mach, ist super.
Oder genau. War das ein bisschen detaillierter? Als genau, also sie hat mir gesagt, was sie schon für Erfahrungen gemacht hat und dass es ihr eben sehr gefällt und dass man da jetzt nicht irgendwie sich besonders fühlen muss, sondern dass man sich einfach mal bewerben kann und sich anschauen kann, einfach ob es was für einen ist, und ich habe es gemacht. Caroline Moser, auch im ersten Jahrgang dabei. Sie studieren an der Montanuni in Leoben, Industrial Data Science. Sie sind ursprünglich aber aus Linz. Was war bei Ihnen ausschlaggebend dafür, sich für die Studienstiftung zu bewerben, damit wir es ein bisschen sammeln können, wie das eigentlich an die Maturantinnen und Maturanten kommt, die Info? Genau, also mir war es so, ich habe beim Projekt JKU Young Scientists an der Johannes Kepler Universität teilgenommen und der Organisator ist selbst Mitglied an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und hat gemeint, ja, das wäre doch was für dich, bewirb dich. Dann bin ich zum Rektor, also zum Direktor gegangen von meiner Schule, habe gefragt, ob das möglich wäre, und er war auch gleich begeistert davon, dass ich mich hier bewerbe, und dann habe ich mir einen Professor gesucht, der mir dann das Empfehlungsschreiben schreibt, und habe mich dann gefreut, wie ich dann meine Unterlagen abgesendet habe, dass ich zur Auswahlseminar eben eingeladen wurde. Aber weitergeleitet, so wie wir es vorher schon gehört haben, also dieses Mail in Ihre Klasse von entweder Klassenvorstand oder Direktor kam nicht. Das war wirklich von der Uni, von dem Programm, das Sie dort gemacht haben, die Idee teilzunehmen. Ja, genau. Also ich habe es eben über diesen Weg erfahren und bin sehr froh darüber, dass ich das erfahren haben durfte und auch hier jetzt dabei sein darf. Gabriel Trittremmel, auch an Sie die Frage. Sie sind in Eisenstadt, Sie studieren Klavier am Johann-Haydn-Konservatorium in Eisenstadt. Wie haben Sie es erfahren? Wie sind Sie zur Studienstiftung gekommen und warum haben Sie sich, als Sie davon gehört haben, gedacht, mache ich mit? Ich bin auch durch die Schule auf die Studienstiftung aufmerksam geworden, und ich würde sagen, uns haben damals zwei Lehrerinnen motiviert, also ein paar Schulfreunde, und ich haben uns damals beworben bei der Studienstiftung, und ein paar aus unserer Schule wurden dann auch genommen. Das habe ich jetzt unter anderem deswegen so detailliert nachgefragt, sage ich auch in Richtung Organisatoren. Also wenn Sie darüber nachdenken, wie Sie an noch mehr junge Leute kommen können, ich glaube, bei den Schulen scheint noch ein bisschen Potenzial zu sein, dass die Infos weitergeleitet werden. Dann schauen wir uns jetzt in einer nächsten Runde an. Sie sind also entweder eineinhalb oder ein gutes Dreivierteljahr dabei. Im letzten, wie wir alle wissen, in den letzten eineinhalb Jahren war es wahrscheinlich schwierig, alles so live stattfinden zu lassen wie geplant. Nichtsdestotrotz hat es die Gespräche gegeben, es hat auch einige der Seminare sehr wohl in Präsenz gegeben. In einer anderen Richtung als gerade eben, können Sie uns ein paar Highlights sagen dessen, was Sie in diesen letzten maximal zwei Jahren erlebt haben? Herr Trittremmel. Ich durfte zuerst an einem Seminar teilnehmen, das hieß Woher kommt der Mensch, wohin geht er? Das war ein interdisziplinäres Seminar aus den Bereichen Archäologie und Biologie. Das ist das, was wir da gesehen haben mit den Knochen. Wir haben vorher ein Foto davon gesehen. Und das war unser Einstieg in die Studienstiftung und auch eine große Überraschung im positiven Sinne. Also es war vieles, was ich mir nicht so erwartet hätte. Man lernt sehr viele andere Studienstiftler kennen, die aus anderen Interessensgebieten kommen. Und ich denke, das ist auch das Highlight der Studienstiftung, dass man sich vernetzen kann, dass man andere Studierende kennenlernt, die eben auch aus anderen Interessensgebieten kommen. Wie ist denn das, Frau Moser? Kennen Sie sich jetzt eigentlich schon alle untereinander, diese 180 Studienstiftler? Und was war für Sie so ein Highlight in den bisherigen Veranstaltungen? Ich glaube, durch die aktuelle Situation war es nicht möglich, alle persönlich kennenzulernen, aber natürlich in den kleinen Runden oder auch wir im ersten Jahrgang haben uns eben sehr gut vernetzen können. Wir haben auch gleich jetzt am Anfang eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet, einfach, dass wir uns selber besser kennenlernen konnten. Für mich war eigentlich schon das Auswahlseminar oder das Auswahltag ein sehr großes Highlight. Also ich bin hier nach Wien gekommen, in die Akademie, und es war irgendwie eine andere Welt. Ich habe vorher die Akademie nicht gekannt und bin aber hier reingegangen, habe die Leute kennenlernen dürfen, sowohl die Wissenschaftler als auch die anderen Bewerber, und habe gewusst, in diese Welt will ich sozusagen. Also ich will mitgestalten, ich will hier rein, und dann ist es irgendwie
dann auch die Diskussion und die Präsentation waren dann im Seminar definitiv ein Highlight, weil es war einerseits eine Vorbereitung für die vorwissenschaftliche Arbeit als Präsentation und man hat sehr viel Neues erfahren können, auch zu seinem Thema. Auch die Gespräche, dann die persönlichen Gespräche mit den renommierten Wissenschaftlern haben mir geholfen, mich irgendwie selbst reflektieren zu können und auch mehr über mich zu erfahren. Und ich glaube, da habe ich mir persönlich sehr viel mitnehmen können. Dann weiter war ich beim Seminar in Reichenau an der RAX Artificial Intelligence im Februar 2020. Und irgendwie war das dann auch eine Hilfestellung zu dem jetzigen Studium. Also es waren so viele verschiedene Aspekte, die hier behandelt worden sind. Man denkt meistens bei KI eben an den technischen, informatischen Aspekt, aber zum Beispiel die Technologiefolgenabschätzung, welche Auswirkungen eine solche Technologie auf die Menschheit hat, ist mir vorher nicht wirklich in den Sinn gekommen. Und ich glaube, das war ein sehr großer Mehrwert, den ich hier mitnehmen durfte. Frau Schwabecker, was erster Jahr, also zweiter Jahrgang, das heißt wahrscheinlich noch gar nicht so viele Sachen in Präsenz, die möglich gewesen sind. Was hat Sie besonders beeindruckt bisher? Also ich durfte zum Beispiel bei der feierlichen Sitzung der Akademie der Wissenschaften dabei sein und mir das anhören. Und das war für mich die erste Präsenzveranstaltung, direkt mal reingestartet, genau. Das hat mir sehr gefallen, aber natürlich auch das Seminar im Februar zum Beispiel war ich leider nicht präsent beim Seminar Geographic Information Science dabei. Das war insofern sehr wichtig für mich, weil ich nach meiner Schulausbildung, ich war auf einer HTL für IT, dachte ich mir eigentlich, ich will jetzt nicht mehr so viel mit IT zu tun haben. Und dann habe ich dieses Seminar gemacht und habe eigentlich gemerkt, was da alles noch mehr dazugehört und wie weit das Feld der Informatik eigentlich geht. Und jetzt studiere ich Wirtschaftsinformatik, also es hat anscheinend gewirkt. Und ich war auch bei sehr vielen Studienstiftungsgesprächen dabei. Das sind meine Lieblingsveranstaltungen eigentlich, weil man einfach in so einem kleinen Rahmen sehr gute Fragen stellen kann und auch Zeit hat, ein bisschen darauf einzugehen und Aspekte über Themen lernt, die man so nicht vermitteln kann sonst. Also fällt Ihnen da konkret jetzt so auf die Schnelle jemand ein oder können Sie uns ein Beispiel erzählen? Genau, also ich denke Anfang September waren wir im Magdas Hotel, das war auch das erste Präsenz-Studienstiftungsgespräch, bei dem ich dabei war, mit Herrn Dr. Landau. Und das fand ich wirklich sehr, sehr inspirierend und auch direkt in dieser Location zu sein, war einfach sehr besonders. Herr Hoskowitz, Sie sind seit dem ersten Jahr dabei, also Sie hatten anfangs auch noch Präsenzmöglichkeiten, aber was ist denn etwas, woran Sie sich besonders gern erinnern, was Sie schon erlebt haben? Also es gibt so viele Sachen. Ich habe wieder Kollege. Wir müssen rausnehmen. Wieder Kollege Trittremmel bei diesem Archäologie-Seminar dabei. Es hat in Wien stattgefunden und das war für mich auch extrem interessant, auch wenn das jetzt mit meinem Fachbereich, den ich studiere, also JUS, eigentlich gar nichts zu tun hat. Wir haben eine Führung bekommen hinter die Kulissen des Naturhistorischen Museums in Wien, was man sonst auch nicht zu Gesicht bekommt, also wirklich hochinteressant. Das nächste Seminar, wo ich hätte teilnehmen sollen, wurde leider verschoben, aufgrund der aktuellen Situation natürlich, aber das wird jetzt nächstes Jahr nachgeholt. Das ist? Das findet in der Schweiz statt, im CERN, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und die Studienstiftungsgespräche waren auch hochinteressant für mich, das für mich Beeindruckendste oder das, von dem ich am meisten mitgenommen habe bisher, war das Gespräch mit der Frau Dr. Katina Leitner, die, soviel ich weiß, Senatsmitglied in der ÖRW ist und sonst Rechtsanwältin bei einer Wirtschaftskanzlei in Wien. Und sie hatte mir geraten, mich zu bewerben bei verschiedenen Kanzleien, unter anderem auch in ihrer. Und ich fange jetzt eben im Jänner dann an, ein Praktikum da zu machen. Die Idee hätte ich auch nicht gehabt ohne sie, das heißt, dafür bin ich auch sehr dankbar. Ich bin über die Studienstiftung, also im Prinzip über den Betreuungsdozenten, das ist der Herr Jacobi, über den bin ich aufmerksam geworden auf die Internationale Akademie Traunkirchen auch, die vorher kurz erwähnt worden ist, die so Workshops und Seminare veranstaltet im Sommer. Da habe ich auch teilgenommen an zwei Workshops von denen, das ist auch sehr, sehr interessant, hat so jetzt im Prinzip nichts zu tun mit JUS, wie gesagt, mit dem, was ich studiere, aber hochinteressant, einmal zu schauen, was es sonst noch gibt und andere Bereiche kennenzulernen. Eine Sache noch, die
Volontariate, die angeboten werden an den Instituten der ÖRW. Da habe ich bis jetzt zweimal im Sommer mitgemacht. Das erste Jahr war ich am ZEM. Also Zentrum für Molekulare Medizin. Also alle Akademieinstitute bieten auch mehrwöchige Volontariate für die Studienstiftler an, auch aus ganz anderen Fachrichtungen, wie man da sieht. Sie waren im Labor. Ich war im Labor, ja, zum ersten Mal. Habe eben den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über die Schulter schauen können. Und das war eben auch sehr bereichernd und konnte meinen Horizont wesentlich erweitern, dadurch, dass das eben nichts ist, was ich jeden Tag sehe und mache. Mhm. Und diesen Sommer war ich am Institut für Staat- und Regionalforschung von der ÖRW. Das war auch sehr interessant, einmal zu sehen, was die Leute dort so machen. Frau Rudigier, Sie sind ja erst in der zweiten Runde mit dabei, also noch kein ganzes Jahr, haben aber im Sommer schon an der Alpbach-Challenge teilgenommen. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen, das ist ja auch nur als Schlagwort gefallen, also eine quasi Kooperation, die gleich durch das erste Studiengespräch mit Franz Fischler zustande gekommen ist. Vielleicht können Sie uns ein bisschen erzählen, was das konkret für die Studienstiftler heißt, an dieser Alpbach-Challenge teilzunehmen. Ja, gerne. Also wie schon erwähnt, die Alpbach-Challenges sind eine Initiative des Europäischen Forum Alpbachs, wo junge Menschen und kreative Menschen ihre Ideen für eine bessere Zukunft einbringen können. Das Europäische Forum Alpbach dieses Jahr hat sich um 3 zentrale Themen gedreht. Das waren einfach internationale Entwicklungsthemen, die jetzt relevant sind, wie zum Beispiel der Klimawandel, dann Security in Europa, aber auch international und dann Finance. Und die Challenges sind ein Programm oder eine Initiative, die uns oder zu mir in dem Fall auch gebracht worden ist durch die Österreichische Studienstiftung. Und da ging es darum, dass wir mit unserem Team, das sich dann durch verschiedene Workshops gefunden hat, eine Idee entwickelt haben. Also ich habe im Bereich Finance gearbeitet. Da haben wir ein Konzept ausgearbeitet oder ein potenzielles Startup, was sich damit beschäftigt, soziale Unternehmen, Social Enterprises, international besser mit Academia, Industrie und Entscheidungsträgern in Politik, Wirtschaft und in ganz diversen Bereichen zu vernetzen. Wir wurden dann tatsächlich auch ausgewählt, am Forum in Präsenz teilnehmen zu können. Also war ich dann 3 Wochen in Alpbach, im schönen Alpbach, und wir haben dort an unserer Idee dann weitergearbeitet. Im Endeffekt wurden dann 3 Projekte, 3 Top-Teams ausgewählt, die dann ein Preisgeld gewonnen haben. Da waren wir leider nicht dabei. Aber das ist eine Erfahrung, die ich absolut nicht missen möchte. Die hat mich auch in meiner Karriere oder in meiner Karriereplanung, denke ich, bestärkt. Also ich möchte nach wie vor in die Diplomatie gehen, in den höheren Auswärtigen Dienst. Und zu Ihrer Frage, was heißt das jetzt für uns Studienstiftler und Studienstiftlerinnen? Also ich hoffe wirklich sehr, dass nächstes Jahr noch mehr Studienstiftlerinnen die Möglichkeit bekommen, am Forum Alpbach teilzunehmen, weil diese Kooperation einfach etwas ist, was uns persönlich und auch professionell sehr, 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 sehr viel weiterbringen kann. Ja, genau. Herr Capella, Sie waren ja auch schon bei einer dieser Veranstaltungen mit der Schweizer Studienstiftung dabei, als eines von vielen Dingen, an denen Sie schon teilgenommen haben. Vielleicht können Sie uns ein bisschen erzählen, nachdem wir ja auch von der Schweizer Studienstiftung einiges gehört haben vorher schon, wie diese Zusammenarbeit oder dieses Zusammentreffen vielmehr von euch und den schweizerischen Kollegen ausgeschaut hat und was ihr euch vorstellen könnt, wie das weitergehen könnte. Ja, also ich war eigentlich von Anfang an von der Idee sehr begeistert, auch die Möglichkeit zu haben, in der Schweiz Ähnliches zu erleben, wie ich es in Österreich schon kannte. Man muss dazu sagen, das Schweizer Seminar war eine ganze Woche lang, was nochmal aufregender war. Das Thema war Utopie und Dystopie in Vergangenheit und Gegenwart. Und es war vor allen Dingen auf Literatur, Philosophie, aber auch Politik ausgerichtet. Und es war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich die Schweiz besucht habe. Wo war es denn in der Schweiz? In einem kleinen Ort namens Maliaso, was in der Nähe von Lugano ist, direkt aber am Luganer See. Schön. Allerdings. ja, wir hatten allerdings gar nicht so viel Gelegenheit, den See auszukosten, weil wir tatsächlich sehr beschäftigt waren. Also
Und daran hat sich auch gezeigt, dass die Schweizer Studienstiftung in vielen Dingen anders funktioniert als die österreichische, was sicherlich daran liegen wird, dass es seit 30 Jahren schon besteht. Ich habe genug Gelegenheit gehabt, mich mit Schweizer und Schweizerinnen darüber zu unterhalten. Und vor allen Dingen war dieser Aufenthalt letzten Endes aber auch inspirierend, weil er mir, weil er uns gezeigt hat, was denn mit dieser Infrastruktur, die auch unsere Stiftung bietet, alles möglich ist und in Zukunft möglich sein kann. Also allein wegen dieser Möglichkeit, über die Grenze in die Schweiz oder möglicherweise auch bald nach Deutschland zu fahren und dort international Freundschaften, Bekanntschaften zu knüpfen, sich auszutauschen, zusammenzuarbeiten, neue Denkanstöße kennenzulernen. Allein deswegen finde ich, ist die Studienstiftung schon eine gute Sache. Die Deutsche Studienstiftung, die haben wir zwar vorher nicht vorgestellt gekriegt, aber die war ja auch, als Sie, Professor Schmidt, teilgenommen haben, schon eine alte Dame im Vergleich zu dem, was hier ist. Also die gibt es, glaube ich, knapp 100 Jahre, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Jetzt haben wir einen ersten Überblick über das, was Sie bisher so erlebt haben, bekommen. An dieser Stelle möchte ich sowohl Sie im Saal als auch die, die uns zuschauen, darauf aufmerksam machen, dass Sie natürlich gerne auch Fragen stellen können, wenn Sie die haben. Der Herr Nagler sitzt da hinten mit seinem iPad und nimmt etwaige Fragen entgegen und leitet sie an uns da ans Podium weiter. Wenn Sie welche haben, Handzeichen genügt, und wenn ich gerade hinschaue, dann kann ich Sie auch auffordern, die Frage zu stellen. Was ich aber jetzt, nachdem wir da so zwei Runden immer schön hin und her gemacht haben, von euch gerne hätte, ihr habt also, ihr seid quasi die Pionierinnen und Pioniere dieser Studienstiftung. Es gibt noch niemanden, der da wieder rausgegangen ist aus der österreichischen Studienstiftung. Was stellt ihr euch denn vor oder wo wollt ihr hin in den nächsten paar Jahren mit diesem Programm? Was sind im Moment so eure Ideen, wie vielleicht auch ihr diese Studienstiftung vorantreibt? Da frage ich euch jetzt nicht der Reihe nach wie auf der Hühnerleiter, sondern wer mag anfangen? Herr Capella. Also ich glaube, es ist schon ein bisschen durchgesickert, dass zu Anfang diese Stiftung wirklich eine ominöse Sache war. Mhm. Es konnte sich keiner von uns und wahrscheinlich von euch auch niemand wirklich was darunter vorstellen. Da war die Rede von der Suche nach talentierten, engagierten und so weiter und so fort, jungen Leuten, Maturanten. Und ich habe selbst der Stiftung tatsächlich lange Zeit nicht wirklich viel Beachtung geschenkt, einfach deswegen, weil nach dieser ersten Winterschule, auch der archäologischen, einige Zeit lang nichts passiert ist, beziehungsweise ich mit dem Zivildienst auch anderweitig beschäftigt war. Aber mittlerweile denke ich da anders. Mittlerweile weiß ich sehr zu schätzen, dass wir seitens der Österreichischen Akademie der Wissenschaften wirklich auch mit viel Unterstützung, mit viel Großzügigkeit, mit viel Offenheit rechnen dürfen. Mittlerweile weiß ich zu schätzen, dass es ganze 180 von uns gibt, und ich habe erst das Vergnügen gehabt, einen Bruchteil davon kennenzulernen, dass das Seminarangebot, das Studienstiftungsgesprächsangebot, was zu Anfang auch noch nicht bestand, so massiv ausgebaut wird. Wie gesagt, die Möglichkeiten in der Schweiz etwas anzufangen auch aufkommt. Neben dem aber hat eben dieser Aufenthalt in der Schweiz dafür gesorgt, dass wir, das ist eine Gruppe von 5 Geförderten, auf recht interessante Ideen gekommen sind bezüglich dessen, was wir als die Geförderten möglicherweise aus der Stiftung machen können. Also wo wir tatsächlich selbst das Ruder in die Hand nehmen können, aktiv und kreativ dafür sorgen können, dass die Stiftung zu ganz ungekannten und ungeahnten Höhen auflebt. Wollen Sie uns da vielleicht schon ein bisschen was verraten, oder ist das ja, recht gern. Geheim? Recht gern. Schreiben Sie mit, bitte, gell? Also konkret, was konkret definitiv schon am Programm steht, das ist, wie erklärt man das jetzt kurz und bündig? Also in diesen herrlich ausstaffierten Hallen eine Abendveranstaltung, einen
gesellschaftlichen Abend zu organisieren, selbst organisiert von uns, dessen Ziel und Zweck es sein soll, ähnlich wie heute die Studienstiftung vorzustellen. Allerdings wirklich zu zeigen, wer wir sind, warum wir hier sind, was wir können, was wir mitbringen, was wir so vorhaben. Und das Ganze natürlich einerseits zum Kontakte knüpfen, zum Vernetzen mit untereinander und mit Mitgliedern der Akademie aufzuziehen, andererseits schlicht und ergreifend zum Vergnügen. Und wir hoffen, dass wir das früher oder später, wenn es sich dann so auszahlt, wie ich hoffe, dass es sich auszahlen wird, zu einem fixen Bestandteil der Stiftung machen können. Mhm. Wir sind jetzt gerade in die Phase der Planung eingetreten. Wir haben uns dieses Wochenende zu einem ersten Treffen verabredet, werden jetzt direkt bis Ende des Jahres ein Konzept erarbeiten und hoffen, im Frühjahr die erste Soiree der Studienstiftung begehen zu dürfen. Soiree der Studienstiftung. Soiree der Studienstiftung. Okay, okay. Ein bisschen was davon wollen wir ja eigentlich hier heute und jetzt auch schon machen. Also wer mag denn als Nächster vielleicht ein bisschen was erzählen? Sie sollen sich ja präsentieren, dafür ist das ganze Jahr auch jetzt schon da, was Sie vorhaben in den nächsten paar Jahren. Frau Moser. Im Zuge der Studienstiftung. Natürlich. Ja, ich glaube einfach, dass die Vernetzung zwischen der österreichischen Studienstiftung und den einzelnen Universitäten und Lehrstühlen einfach von großer Bedeutung sein wird, einfach damit wir auch Ansprechpersonen der Studienstiftung oder der Akademie direkt vor Ort und Stelle hat. Ich glaube, das ist auch schon in der Planung und ich glaube generell, dass noch viele Projekte in der Schublade liegen werden, die ich schon sehr gespannt bin, wenn die ausgepackt werden und wir Teil davon sein können. Projekte, die Studienstiftung für Sie vorbereitet, meinen Sie, oder so ähnlich wie das Herr Gabella gerade beschrieben hat, Projekte, die Sie selbst in die Studienstiftung hineintragen wollen? Ich glaube, es wird eine Symbiose aus beiden, weil ich glaube, die Studienstiftung lebt von den Studienstiftern, aber natürlich mit den Projekten, die von der Akademie oder von der Studienstiftung organisiert werden, können wir uns am besten, beziehungsweise können wir uns sehr gut vernetzen. Mhm. Herr Trittremmel, Sie sind ja, glaube ich, auch mit dem Herrn Gabella zu diesen Geschichten in näherem Kontakt und dann fällt natürlich schon auch auf, Sie sind, glaube ich, der einzige Musikstudent unter den Studienstiftlern? Oder? Ich denke nicht, dass ich der Einzige bin. Ich weiß von einer anderen Pianistin, die in Deutschland studiert. Ich bin aber, denke ich, einer der wenigen, die Musik studieren. Mhm. Ich meine, diese Soiree ist jetzt in einem Punkt besonders, weil sie eben nicht von der ÖRW ausgeht, sondern von uns Studienstiftlern. Mhm. Und ich denke, dass wir uns jetzt auf eine Zeit freuen, wo wir uns vermehrt persönlich treffen können. Wir haben jetzt alle die Pandemie erlebt und bis jetzt durften wir uns in Studienstiftungsgesprächen und eben bei den Seminaren oder auch bei Webinaren online treffen, vor allem und in Präsenz eher weniger. Also ich denke, wir hoffen alle, dass wir jetzt in Präsenz auch eigene Dinge auf die Beine stellen dürfen. Mhm. Frau Schwabecker, Sie haben dieses Doppelstudium in Wien, Sie sind bei der Studienstiftung dabei. Was erwarten Sie sich denn oder was dieser Pioniergeist der Studienstiftler, was ist das bei Ihnen, das da im Hintergrund ist, was Sie hineinbringen möchten, auch zusätzlich natürlich zum Besuch der Seminare und Workshops? Also ich denke, dass wir gerade auch wegen Corona und weil alles online war, noch nicht so sehr voneinander auch profitieren konnten, weil wir einfach uns sehr selten wirklich gesehen haben und dann natürlich dann andere Ideen entstehen, als wenn man sich nur über den Bildschirm sieht. Mhm. Darauf freue ich mich besonders. Also ich würde am liebsten zu jedem Seminar kommen. Ich glaube, so geht es uns fast allen hier. Also die sind immer sehr interessant und darauf freue ich mich auch sehr. Aber eben besonders auf diesen persönlichen Kontakt freue ich mich. Und wir haben es jetzt schon, kommt immer wieder vor, dass irgendwer eine Idee hat von irgendeinem Konzert oder einer Veranstaltung hört und einfach mal fragt, ob er mitkommen will. Und dann treffen wir uns halt auch in kleineren Gruppen und das finde ich einfach sehr schön. Bei einer Soiree wären Sie auch dabei. Natürlich. Herr Hoskowitz, Sie haben vorhin erzählt, dass Sie schon an sehr vielen sowohl Seminaren als auch Volontariaten teilgenommen haben. An Sie jetzt aber auch die Frage, kennen Sie schon den Großteil der 180 Studienstiftler? Also wie schaut es mit der
ja, mit der Vernetzung untereinander aus? Also den Großteil kenne ich sicherlich nicht. Es sind einige bekannte Gesichter dabei, unter anderem von den Seminaren. Aber dadurch, dass 180 Leute sind und dass der Großteil der Veranstaltung letztes Jahr ja doch online stattgefunden hat, ist jetzt der Anteil der Leute, den ich wirklich persönlich kenne, nicht besonders groß, muss ich sagen. Was soll passieren, auch aktiv von Ihnen ausgehend in den nächsten paar Jahren, solange Sie in der Studienstiftung dabei sind? Also ich kann mich dem, was die Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, nur anschließen. Es ist eine hervorragende Idee, dass wir uns selbstständig vernetzen, und auch dieses Foyer kann ich nur unterstützen. Auch wenn ich jetzt in der Planung nicht aktiv involviert bin, werde ich sicherlich teilnehmen, wenn es zeitlich sich ausgeht. Und sonst, ich glaube, wir haben jetzt 3 Jahre noch Zeit mindestens, da mit anderen Ideen noch oder andere Sachen auf die Beine zu stellen. Und da wird uns sicher noch was einfallen in der Zukunft, womit wir auch die Studienstiftung bereichern können. Frau Rudige, haben Sie schon eine konkrete Idee? Ich möchte noch mal kurz zurück auf das kommen, was Sie gesagt haben mit diesem Pioniergeist. Das ist auch etwas, was ich sehe, vielleicht auch ein bisschen so ein Rausch eines Neubeginns, der da mitschwingt. Und ich glaube, dass wir jetzt auch die Chance nutzen können und sollten, unsere Signatur vielleicht auf eigene Projekte auch zu bringen und diese natürlich dann auch weiter zu treiben und weiter zu entwickeln. Was für mich ein zentrales Thema ist und hoffentlich auch in Zukunft sein wird, ist das Forum Alpbach. Also ich finde solche Initiativen wirklich sehr, sehr gut, weil man trifft junge Menschen von vielleicht 80 verschiedenen Ländern, 90 verschiedenen Ländern und alle arbeiten irgendwie auf die gleichen Ziele hin. Und das sehe ich auch in der Studienstiftung. Ich kenne zwar wirklich nicht viele von euch allen noch persönlich. Ich war bis jetzt bei 2 Studienstiftungsgesprächen dabei. An meinem Seminar konnte ich leider nicht teilnehmen, weil ich da krank war. Aber einfach, dass es mehr solche Projekte gibt wie Alpbach und dass man dort vielleicht auch mehr junge Menschen von der Studienstiftung sieht und trifft und das so auch eine Vernetzungsmöglichkeit gibt, ja. Und das auch stärker in die Studienstiftung noch hineinbringt. Ja, auf jeden Fall. Jetzt frage ich nur ganz kurz, wer von euch weiß denn eigentlich jetzt schon oder rechnet damit, in der Wissenschaft bleiben zu wollen? Wer schließt es definitiv aus, in der Wissenschaft zu bleiben? Okay, also noch alles offen, kann man sagen. Ich schaue kurz zum Herrn Nagler, ob es Fragen gibt. Nichts, was jetzt für die Runde relevant wäre. Okay. Ja, bitte. Es sollte irgendwo im Saal ein Mikro geben. Also ich habe mich beworben und bin jetzt in der 2. Runde und nächste Woche fangen dann die Auswahltage, also gibt es wieder einen Auswahltag. Und meine Frage wäre, es wurde natürlich schon viel gesagt, wie das Ganze abläuft und wie die Studienstiftung funktioniert. Allerdings habe ich noch sehr wenig Informationen dazu bekommen, wie jetzt diese Präsentationen ablaufen und wie diese Diskussionen in den kleinen Gruppen funktionieren. Ich habe da nämlich, glaube ich, auch etwas davon gelesen, dass keine Hilfsmittel erlaubt sind bei der Präsentation, glaube ich zumindest. Und meine Frage wäre jetzt, könntet ihr vielleicht etwas genauer erzählen, wie das Ganze abgelaufen ist? Genau. Das wäre auch eine meiner Fragen gewesen, so für die letzte Runde noch Tipps für diejenigen, die sich jetzt bewerben. Also dazu haben Sie ja, glaube ich, nicht konkret was gesagt an diesem Bewerbungstag. Die Bewerber müssen eine Präsentation machen, mit oder ohne Hilfsmittel, weiß ich nicht, das werde ich eh gleich sagen, aber nur allgemein eine Präsentation, die von den Zuhörenden dann, das Thema dieser Präsentation soll diskutiert werden. Könntet ihr vielleicht auch ein bisschen nicht nur die Frage beantworten, ob man da Hilfsmittel gebrauchen muss oder nicht, sondern einfach konkret erzählen, zu welchem Thema ihr präsentiert habt und wie sowas abläuft? Ich fange jetzt einfach von hinten rum an. Frau Moser hat das Mikro schon so in der Hand. Ja, gerne. Also ich habe zum Thema Anleihen, zur Finanzmathematik eben meine Präsentation gehalten. Es war ganz spannend. Also du wirst dann eingeteilt in eine Kleingruppe von, ich glaube, wir waren 5 oder 6 Personen da, und 2 Personen von der Akademie der Wissenschaften sind anwesend, die aber keine Kommentare oder Input zur Präsentation oder zur Diskussion einbringen.
Genau, du hältst eben ohne Hilfsmittel deine Präsentation beziehungsweise eben trägst dein Thema vor und anschließend darauf, glaube ich, 10 Minuten Diskussion, glaube ich, waren es, die du eben leiten sollst oder musst. Diese soll zum Thema passend sein, aber jetzt nicht wirklich eine Abprüfung von dem, was du erzählt hast oder was du gerade präsentiert hast, sondern zu der Thematik allgemein. Also ich habe dann so Fragen gestellt zum Einleiten der Diskussion, wie zum Beispiel, ob sie sich da mit diesem Thema schon einmal beschäftigt haben, warum, was waren die Gründe, warum sie sich nicht mit dem Finanzmarkt beschäftigt haben oder warum, was waren Barrieren oder in diese Richtung. Und es war eben so spannend, weil alle 5 Teilnehmer der Gruppe halten dann eben diese Präsentation und diese Diskussionsrunde und es waren die verschiedensten Themen. Also ich zur Finanzmathematik, ein anderer über, ich glaube, Raketen und zur die Physik, also Raketenphysik, glaube ich. Eine andere über Quentin Tarantinos Film, einer zu Genderrollen, also wirklich die unterschiedlichsten Themen und das sind auch die spannendsten Diskussionen entstanden, genau. Also es war ganz spannend, es wurde auch die Zeit eben gestoppt und die Bewerter haben das eben mitgeschrieben beziehungsweise haben eben angeschaut, wie man sich da eben verhalten hat, genau. Also 6 Studienstiftler sozusagen in einer Gruppe zusammen, einer trägt vor, die anderen werden dann in die Diskussion eingebunden von dem, der vorgetragen hat. Oder genau, der. So war der Modus bei mir zumindest und ich glaube, das ist jetzt auch noch weiter so fortgehalten worden. Genau. Herr Trittremmel, war das bei Ihnen genauso? Sagen Sie uns auch, worüber Sie diskutiert haben, genau, was Sie ich präsentiert war, haben? Ja, ich war in der ersten Bewerbungsrunde und bei uns war es eben so, es gibt eben einen Teil der Bewerbung, es gibt eben die Auswahlgespräche und der zweite Teil sind dann diese Präsentationen und wir wurden in Gruppen eingeteilt und in diesen Gruppen, also die waren zusammengewürfelt sozusagen nach Zufall, da waren ganz verschiedene BewerberInnen dabei. Ich habe damals über meine VWA, also meine vorwissenschaftliche Arbeit gesprochen. Ich habe den Film Amadeus von Miloš Forman mit ausgewählten Mozart-Biografien verglichen und dann war schon so weit in meiner VWA, dass ich Ergebnisse präsentieren konnte, was inwieweit sich dieser Film mit wissenschaftlicher Literatur deckt. Und es war eben auch sehr interessant zu sehen, wie sich andere BewerberInnen mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, also die nicht diese musikalische Ausbildung in erster Linie gehabt haben. Und so war es eben auch interessant, eine Diskussion in Gange zu bringen. Ich denke, das Wichtigste ist auch, nicht zu nervös zu sein. Man muss letztendlich selbst die Person bleiben, die man auch ist und sich nicht verstellen. Und das hilft, glaube ich, auch am Boden der Tatsachen zu bleiben, sozusagen. Frau Schwabecker, was haben Sie denn präsentiert und dann diskutieren lassen? Für mich war damals ein sehr brennendes Thema die Situation in Weißrussland. Das war eben letztes Jahr dann im Herbst ungefähr oder im frühen Winter war das Gespräch. Und da war das natürlich ein sehr aktuelles Thema und ist aber in den Medien hier noch nicht so ganz angekommen gewesen. Und ich habe eben versucht, diese Situation dort eben zu beschreiben und was da alles passiert und auch wie dort die Proteste sich verändert haben von wirklichen Demos, wo die Leute auf die Straße gegangen sind, dazu, dass allein die Farbkombination schon eigentlich ausgedrückt hat, wie rebellisch die Leute sind und dann auch wirklich der passiert ist, dass zum Beispiel Weihnachtsmänner nicht mehr verkauft wurden, weil die sind weiß, rot, weiß und das sind die Farben von quasi der Oppositionsbewegung. Das haben Sie damals im Internet recherchiert oder wie sind Sie da herangegangen? Meine Stiefmutter ist aus Weißrussland, okay. Und ich habe daher auch die Familie und ich war auch im Sommer 2019 dort und interessiere mich dadurch auch sehr dafür und hatte auch ein bisschen mehr Zugang eigentlich zu Informationen. Mhm. Und habe danach eben die Diskussion eröffnet, eben zum Thema, wie man das vielleicht auch in Österreich
mehr präsent machen kann, das Thema, da auch Österreich ein großer Wirtschaftspartner von diesem Land ist und wie man sich eigentlich damit auseinandersetzen kann. Und ich finde, dass es gerade bei der Diskussion eigentlich darum geht, dass man irgendwie auch seine eigenen Standpunkte reinbringt, weil jeder kommt schon mit einem Kontext hin und kann auch vielleicht eben diesen Kontext schon einbringen, auch wenn man noch nicht studiert. Und genau das ist, glaube ich, auch der Punkt von dieser Diskussion, dass man einfach seine Standpunkte einbringt und versucht, irgendwie die Diskussion zu öffnen, um verschiedene Punkte einfach zu vereinen. Also Standpunkte einbringen, beziehungsweise Sie haben es offensichtlich mit Ihrer vorwissenschaftlichen Arbeit für die Matura verbunden. Da, Sie haben ja immer auch einiges an Arbeit dahinter, dass man über ein Thema präsentieren kann. Daher frage ich jetzt zu meiner Linken, Sie der Reihe nach wieder, was haben Sie präsentiert, Herr Hoskowitz, und wie sind Sie zu dem Thema, also wie haben Sie sich das Thema aufbereitet? Also ich habe mir damals eigentlich ziemlich schwer getan, mich für ein Thema zu entscheiden. Ich habe mich dann bewusst entschieden für ein Thema, das sehr wenig fachspezifisch ist oder für das man eigentlich keine Vorkenntnisse oder kein spezifisches Vorwissen braucht, nämlich Stress und Hektik in der modernen Gesellschaft. Das ist etwas, worüber jeder, glaube ich, was reden kann und eben damit die Diskussion auch so angeregt und so dynamisch wie möglich wird. Ich habe das eben bewusst gemacht und jetzt nicht über, also durch meinen HTL-Background über die Funktionsweise von Transistoren geredet, weil das nehmen die Diskussionsteilnehmer dann wahrscheinlich zur Kenntnis und sagen, okay, aber ich wollte eben, dass eine möglichst dynamische Diskussion entstehen kann und deswegen dieses relativ offene Thema. Also auch das ein wichtiger Hinweis für alle, die sich interessieren und mal bewerben wollen. Es geht nicht in allererster Linie darum, dass sie zeigen, was sie alles wissen und können zu einem Thema, sondern sie wollen ins Gespräch kommen mit einer fundierten Präsentation vorher, die vielleicht ein paar inhaltliche Anknüpfungspunkte fürs Gespräch auch liefern mag. Frau Rüdicke, was war denn das bei Ihnen? Also passend zu meinem jetzigen Studium habe ich über das Kastenwesen gesprochen, über das Kastenwesen in Indien etwas erzählt zunächst, aber meine zentrale Frage und auch der rote Faden, an dem ich die Diskussion führen wollte, war, gibt es so etwas wie ein Kastensystem auch im Westen oder in unserer Gesellschaft jetzt? Und da ist dann wirklich eine sehr, sehr interessante und sehr, sehr intensive Diskussion, wie bei allen anderen Themen eigentlich entstanden. Und was ich generell sagen würde zum ganzen Ablauf und zum ganzen Thema dieser Präsentation ist, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also wenn man gerne präsentiert und wenn man auch gerne diskutiert, was wir, glaube ich, alle durchaus tun, dann kann man dort viel Spaß haben. Und ein anderer Tipp wäre, dass man wirklich über ein Thema spricht, für das man irgendwie ein inneres Feuer hat oder für das man brennt, weil vielleicht springt dann auch so der Funke ein bisschen über. Und für mich ist das Kastenwesen oder generell jedes Thema, was mit Südasien zu tun hat, ein Thema, über das ich stundenlang sprechen könnte und einfach, über das ich auch gerne spreche. Also einfach etwas nehmen, was einem gefällt und nicht ein objektiv interessantes oder prestigeträchtiges Thema. Ja. Auch ein ganz wichtiger Tipp, glaube ich, so ein bisschen brennen für das. Also grundsätzlich, also ganz grundsätzlich und im Speziellen auch für diese Präsentation. Nicht zu nervös sein dabei, wäre auch noch gut. Herr Capella, was war es bei Ihnen? Also mein Thema dürfte dann von unserer Runde wahrscheinlich das Exotischste gewesen sein. Es hat aber ein bisschen auch zu meinem Erstaunen damals wirklich gut funktioniert, das in eine Diskussion übergehen zu lassen. Und zwar war das, worüber ich gesprochen habe, das Modell der klassischen Heldenreise nach dem amerikanischen Mythenforscher Joseph Campbell, der sich Mythen aller möglichen Völker, aller möglichen Zeiten, aller möglichen Kulturen angesehen hat und bemerkt hat, dass es da Strukturen gibt, die immer und immer wieder kommen. Und im zweiten Schritt hat er dann damals diese Strukturen versucht im Sinne der analytischen Philosophie von Carl Gustav Jung zu deuten. Ich habe auch ohne nennenswerte Hilfsmittel gearbeitet. Ich habe lediglich meine Hände zur Hilfe genommen und diesen zyklischen Verlauf der Heldenreise dargestellt, was seinen Zweck erfüllt hat. Und ich habe mir allerdings erlaubt, meine Zuhörer und späteren Mitdiskutanten insofern dazu zu verleiten, sich tiefere Gedanken zu machen, als dass ich sie am Anfang gebeten habe, sie mögen sich bitte zwei Geschichten
seien das nun Märchen oder Filme oder Sagen, Romane, wie auch immer, überlegen, das eine aus der Vergangenheit, etwas Traditionelles vielleicht, das andere so modern wie möglich, das im Kopf behalten und das, was ich Ihnen erzähle, versuchen mit dem zu vergleichen. Und in weiterer Folge habe ich Sie dann einfach gefragt und funktioniert. Und es scheint auch funktioniert zu haben. Also die Diskussion war zu meiner Zufriedenheit. Also das ist schon ganz erstaunlich eigentlich. Sie hatten ja nur ein paar Minuten Zeit für die Präsentation und dann maximal 10 Minuten für die Diskussion, was in so verhältnismäßig wenig Zeit alles möglich ist. Wenn man Ihnen dazuhört, würde man ja fast vermuten, es ist jedes Mal eine Stunde diskutiert worden, intensivst, und das ist gar nicht ja, dabei. Nicht. Das klingt ein bisschen, bitte? Leider nicht. Genau. Auch Frau Rudiger hat schon gesagt, sie könnte stundenlang über jedes dieser Themen reden. Aber das vielleicht auch ein interessanter Hinweis, auch für alle, die sich bewerben. Diese Zeit vergeht wahrscheinlich sehr viel schneller, als sie sich das vorstellen können. Also vermutlich ist es eher eine Frage, wie man auf die Kürze kommt, als ob man Hilfsmittel braucht oder nicht. Das scheint überhaupt nicht das Notwendige zu sein. Wenn es keine Fragen von Herrn Nagler gibt, ich schaue sicherheitshalber hin, dann würde ich abschließend Sie jetzt in einer Runde bitten, das aufzunehmen, was sowohl Präsident Zeilinger am Anfang schon gesagt hat, auch Sie, Professor Schmidt, wiederholt haben. Was würden Sie denn den Organisatoren der Studienstiftung gerne mit auf den Weg geben an Verbesserungen? Nein, wir haben gesagt, wir wollen es nicht Verbesserungen nennen, an Erweiterungen, an möglichen Dingen, die noch dazukommen könnten in dem Programm, die Sie jetzt schon betreffen für die nachkommenden Studienstiftler. Gibt es da so ein paar Dinge, die Ihnen schon aufgefallen sind, wo Sie sich gedacht haben, das wäre eigentlich auch noch super, das muss ich Ihnen jetzt mal sagen. Wer mag? Herr Hospitz. Ja, also wenn wir schon die Organisatoren ansprechen dürfen, dann erst einmal ein herzliches Dankeschön dafür, dass das überhaupt zustande gebracht wurde und auf die Beine gestellt wurde. Und zu Verbesserungsvorschlägen oder zu Erweiterungsvorschlägen. Erstens einmal, es ist grandios, das Angebot ist extrem vielfältig und es ist unmöglich, alles wahrzunehmen, was da angeboten wird. Dennoch fällt mir eine Sache ein, was man vielleicht noch dazu zusätzlich anbieten könnte, vielleicht parallel zu den Betreuungsdozenten. Nämlich wäre das vielleicht so ein bisschen mehr fachspezifischer Kontakt im eigenen Studium oder an der eigenen Universität. Weil, also jetzt aus meiner eigenen Erfahrung an der WU kenne ich niemanden von den Professorinnen oder Professoren, die jetzt irgendwas mit der Studienstiftung zu tun haben. Und auch in der Rechtswissenschaft hätte ich jetzt eigentlich gar keine Anknüpfungspunkte. Mhm. Frau Rudiger? Ich glaube, ich kann mich dem durchaus anschließen. Einfach, dass vielleicht auch mehr Kontakt da ist zwischen wirklich der Akademie der Wissenschaften und spezifischen Bereichen, wie zum Beispiel, was ich studiere, ist ein sehr, sehr kleiner Fakultät, die Südasien- und Tibetologie-Fakultät, und dass vielleicht wirklich so weit hingearbeitet wird und das auch erreicht wird, dass vielleicht in jeder Fakultät jemand da ist, der auch was zu tun hat mit der Österreichischen Studienstiftung, an den oder die wir uns dann auch wenden können. Was ich mir noch auch denke, ist, dass das Angebot großartig ist mit der Schweizer Studienstiftung, die wirklich schon sehr etabliert ist. Und was meine Vision für die Zukunft sozusagen wäre, ist, dass es vielleicht dann wirklich irgendwann einmal keine österreichische, keine schweizerische, sondern eine europäische Studienstiftung geben könnte. Und ich glaube, das ist durchaus möglich. Herr Capella. Ja, ich finde, die Österreichische Studienstiftung ist, trotzdem sie noch so jung ist, auf einem wirklich guten Weg. Das denke ich, ist heute schon hinreichend gesagt und hinreichend erwiesen worden. Wie ich auch schon erwähnt habe, ist es mir und ist es einigen von uns ein Anliegen, dass wir selbst vermehrt in die Ausgestaltung der Stiftung eingreifen. Und das wird uns dankenswerterweise von der Akademie der Wissenschaften auch ermöglicht, erlaubt. Es ist gern gesehen, es wird gefördert, das ist gut. Und mal schauen, was sich da noch alles ergibt. Was heute auch noch gar nicht zur Sprache gekommen ist,
dass uns dadurch, dass wir mit der Akademie in so engem Kontakt stehen, auch viele Türen geöffnet werden, die möglicherweise immer offen gestanden wären, aber die man eigentlich nicht wahrnimmt. Und was ich damit meine ist, dass es ja laufend sehr viele Veranstaltungen von der Akademie gibt, also Diskussionsrunden, Vorträge, Konferenzen, Seminare und so weiter, wo man sich bloß anmelden braucht und schon wieder die Möglichkeit hat, etwas Neues zu entdecken. Also ich wüsste nicht, was ich auszusetzen hätte und ich blicke frohen Mutes in die Zukunft. Ums Aussetzen geht es eh nicht, also ums Erweitern. Frau Schwabecker. Also ich kann natürlich allen nur zustimmen, was bisher gesagt wurde, was vielleicht auch noch eine Möglichkeit wäre, vor allem wenn dann wirklich alle 5 Jahrgänge auch gefüllt sind in der Studienstiftung, dass man vielleicht denen, die neu dazukommen, auch noch eine Art vielleicht Studienorientierung bietet, indem sie eben ältere Geförderte schon kennenlernen können und so vielleicht auch auf Studiengänge aufmerksam werden, die man sonst nicht kennengelernt hätte und vielleicht auch eben gerade da mit eben schon Leuten reden könnte, die das wirklich schon studieren und die auch eben ein ähnliches Mindset haben, weil das ist das, was mich immer so begeistert, dass man hat gleich so einen Anknüpfungspunkt mit den Leuten, weil wir alle irgendwie sehr ehrgeizig sind und einfach groß denken und das freut mich. Frau Moser? Ich glaube, dass Aufbauen einer solchen Initiative während einer Pandemie oder während so schwierigen Bedingungen ist wirklich ein schweres Unterfangen und man kann sich wirklich nur bedanken, dass es möglich wird, auch dass wir heute zum Beispiel diese Veranstaltung hier machen dürfen und auch Teil davon sein dürfen und dass auch die Geförderten auch nicht vergessen wird. Und ich glaube, gerade der interdisziplinäre Ansatz und der gesamten Projekte, der Seminare, der Studienstiftungsgespräche. Ich glaube, das macht die Studienstiftung aus und das kann auch noch weiter forciert werden und ausgebaut werden. Und ich glaube, dann ist es blicken wir alle positiv in die Zukunft. Frau Moser, kann ich mich erinnern, Sie haben auch im Vorgespräch gesagt, auch Sie wären interessiert, dass es jemanden an Ihrer Fakultät zum Beispiel gibt. Also das ist was ich immer wieder gehört habe, die in der eigenen Studienrichtung verankerten Repräsentanten quasi der Studienstiftung, zu denen Sie als Studierende hingehen können. Ja, genau. Also das wird auch den Wunsch habe ich auch geäußert und das ist auch sofort umgesetzt worden. Ich habe jetzt auch einen Kontakt an der Montanuniversität erhalten und habe jetzt auch schon einen Termin mit dieser Ansprechperson ausgemacht und freue mich schon sehr auf das Gespräch und was man da auch nochmal weiter ausbauen kann und was welchen Input ich durch diesen Professor auch erhalten kann und mich auch hier wieder selbst weiterentwickeln kann. Und ich glaube, das macht irgendwie die Studienstiftung aus, die selbst weiterentwickeln, selbst reflektieren und einfach Neues entdecken und neugierig bleiben und neugierig sein. Herr Trittremmel, was hätten Sie noch an Ideen, was noch dazukommen könnte? Ich möchte mich nochmals herzlich bedanken bei den Organisatorinnen und Organisatoren. Ich denke, ich bin eigentlich durch Glück auf die Studienstiftung getroffen und letztendlich war das eines der besten Dinge, die mir in meiner Schulzeit passiert sind. Und wie gesagt, ich bin sehr zufrieden und habe mich umso mehr gefreut, dass ich genommen wurde. Ich blicke mit der Hoffnung auf die Zukunft, dass wir uns vermehrt persönlich treffen dürfen. Das war bis jetzt nicht so möglich und wir haben gehört, wir kennen uns noch nicht alle. Und ich denke, ich hoffe auf eine persönliche Vernetzung in der Zukunft. Mit persönlichen Anwesenheiten. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur mehr Ihnen allen hier am Podium zu danken und natürlich auch Ihnen, die Sie gekommen sind und ich glaube, ich hoffe, dass ich jetzt in die richtige Kamera schaue, es ist zu hell da hinten, Ihnen, die Sie per Livestream zuschauen. Ich weiß nicht, wie oft jetzt in den letzten knapp 2 Stunden das Wort Vernetzen gefallen ist, dass das so besonders wichtig ist. Das machen wir jetzt natürlich auch weiter, jetzt im informellen Rahmen, nämlich ein Stockwerk weiter unten. Und dazu darf ich Sie namens der Studienstiftung alle herzlich einladen. Danke fürs Kommen. Applaus